Ja, verehrte Damen und Herren, ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen zur öffentlichen Anhörung zum Angehörigenentlastungsgesetz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zu der heutigen öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Arbeit und Soziales begrüße ich Sie sehr herzlich. Zunächst möchte ich für die Bundesregierung die parlamentarische Staatssekretärin Frau Kerstin Grise willkommen heißen. Gegenstand dieser öffentlichen Anhörung ist die folgende Vorlage: Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe, Angehörigenentlastungsgesetz, Drucksache 19/13399. Die von den Verbänden, Institutionen und Einzelsachverständigen abgegebenen Stellungnahmen liegen Ihnen auf Ausschussdrucksache 19/11/500 vor. Von Ihnen, den hier anwesenden Vertreterinnen und Vertretern der Verbände, Institutionen und von den Einzelsachverständigen möchten wir hören, wie Sie die Vorlagen fachlich beurteilen. Zum Ablauf der heutigen Anhörung darf ich folgende Erläuterungen geben. Die uns zur Verfügung stehende Beratungszeit von 90 Minuten wird nach dem üblichen Schlüssel entsprechend ihrer jeweiligen Stärke auf die Fraktionen aufgeteilt. Dabei wechseln die Fragestellerinnen und Fragesteller nach jeder Frage. Das heißt also, eine Frage, eine Antwort. Um die knappe Zeit möglichst effektiv zu nutzen, sollten möglichst präzise Fragen gestellt werden, die konkrete Antworten zulassen. Wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit sind Eingangsstatements der Sachverständigen nicht vorgesehen. Hierzu dienen im Übrigen die vorgelegten schriftlichen Stellungnahmen. Schließlich noch der Hinweis, dass es heute am Ende der Befragungsrunde eine sogenannte freie Runde von 10 Minuten geben wird. Hier können die Fragen aus allen Fraktionen kommen. Ich begrüße nun die Sachverständigen und rufe sie einzeln auf. Vom Deutschen Gewerkschaftsbund Herrn Ingo Schäfer. Vom Sozialverband VdK Deutschland e.V. Frau Dr. Ines Verspohl. Dankeschön. Vom Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. Frau Alexandra Nier und Herrn Andreas Krampe. Jawohl, danke. Von der Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie e.V. Frau Janina Bessenich. Dankeschön. Von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V. Frau Claudia Scheidt. Von der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen Frau Katrin Völker. Danke. Von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen GBR Herrn Christoph Bayer. Danke. Von der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. Frau Antje Welke. Dankeschön. Vom Netzwerk für Inklusion, Teilhabe, Selbstbestimmung, Assistenz e.V. Herrn Harry Hieb. Wo ist der Harry Hieb? Also, von Eltern beraten, Eltern von Kindern mit und ohne Behinderung e.V. Frau Bettina Land. Dankeschön. Vom Deutschen Städtetag Frau Regina Offer. Danke. Vom Deutschen Städte- und Gemeindebund Frau Ursula Krickel. Dankeschön. Vom Deutschen Landkreistag Herr Markus Keller, rechts außen von meiner Seite aus. Wir beginnen jetzt mit der Befragung der Sachverständigen. Dazu bitte ich, dass gleich zu Beginn die entsprechende Institution bzw. der oder die Sachverständige genannt wird, an die oder an den die Frage gerichtet ist. Ich bitte nun die Mitglieder der CDU-CSU-Fraktion, ihre Fragen zu stellen. Wer? Herr Wilfried Oellers. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage richtet sich zum Themenkomplex der 100.000-Euro-Regelung an die BAG FW. Und zwar würde ich gerne wissen, ob Sie kurz die aktuelle Rechtslage darstellen können, in der sich die Unterhaltsheranziehung der Kinder für pflegebedürftige Eltern befinden und ob nach Ihrem Kenntnisstand bei verheirateten Kindern die angeheirateten Ehepartner auch für die Schwiegereltern zahlen. Frau Scheidt, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage und die Möglichkeit, es zu erläutern. Vorab möchte ich allerdings noch mal den Hinweis geben,
dass die BAGfW diesen Gesetzentwurf ausdrücklich begrüßt. Das ist uns noch mal wichtig, bevor wir gleich in die harte Rechtslage einsteigen, die ich auch nur kurz darstellen kann. Und zwar Menschen, die pflegebedürftig sind, erhalten Leistungen aus der sozialen Pflegeversicherung. Da diese Leistungen in der Regel nicht ausreichen, um den Pflegebedarf zu decken, tragen die Pflegebedürftigen einen gewissen Anteil selbst, der über die Leistung der Pflegeversicherung hinaus wird. Die Pflegeversicherung sichert im Grunde genommen einen Grundbetrag, der meist nicht ausreicht, um eine Grundversorgung zu gewährleisten. Und wenn dann die pflegebedürftigen Menschen auch über keine weiteren eigenen Mittel verfügen, zum Beispiel aus der Rentenversicherung oder aus Ersparten, dann werden die Kinder zur Bedarfsdeckung herangezogen, bevor eine aufstockende Pflegehilfe im Rahmen der Sozialhilfe gewährt wird. Den unterhaltspflichtigen Kindern steht jedoch ein Selbstbehalt von 1.800 Euro monatlich zu, also bereinigtes Einkommen. Grundlage für die Berechnung ist die sogenannte Düsseldorfer Tabelle. Also alles, was über 1.800 Euro liegt, wird mit 50% allerdings dann wiederum nur herangezogen. Die unterhaltspflichtigen Kinder müssen neben den Einkommen auch das Vermögen einsetzen. Besonders geschützt sind dabei die Rücklagen für die eigene Altersvorsorge in Höhe von 5% des Jahreseinkommens und im begrenzten Umfang auch das Wohnraumeigentum, das selbst genutzt wird. Sie merken also, es wird kompliziert. Kinder von Eltern, die pflegebedürftig sind, werden also sowohl mit dem Einkommen als auch mit ihrem Vermögen also herangezogen. Es bleibt ein gewisser Schonbetrag. Für die zweite Frage, was die verheirateten Paare anbetrifft oder die sogenannten Schwiegerkinder, ist es so, dass bei verheirateten Paaren das Familieneinkommen als Grundlage für die Berechnung dient. Wie bereits ausgeführt, steht den unterhaltspflichtigen Kindern ein Selbstbehalt von 1.800 Euro monatlich zu. Für das Ehepartner oder Ehepartnerin wird ein Selbstbehalt von 1.440 Euro monatlich angesetzt, bereinigtes Einkommen nochmal. Somit hat die Familie einen Anspruch auf 3.240 Euro pro Monat. Hat also der Ehepartner ein hohes Einkommen, wird auch hier ein fiktiver Unterhaltsanspruch wie ein höheres Einkommen bei den Unterhaltspflichtigen berücksichtigt. Somit wird bei der Berechnung des Elternunterhalts auch das Einkommen des Ehepartners, also den sogenannten Schwiegerkindern, herangezogen. Zur Orientierung noch, ich bitte wirklich alle, also die Fragesteller wie die Sachverständigen, immer nahe ans Mikrofon gehen. Da ist sehr ungünstig der Raum und da ist es notwendig, also besser ins Mikrofon zu sprechen. Herr Schummer. Meine Frage geht an die Bundesverwandte Lebenshilfe. Ja, ist jetzt an. Und zwar auf der einen Seite ist ja mit Schaffung der Pflegeversicherung immer der Grundsatz ambulant vor stationär verbunden und kann jetzt durch die Neuregelung und die besondere dann auch Unterstützung und bei stationärer Pflege dieser Grundsatz gefährdet werden, also ambulant vor stationär. Und es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, das Subsidiaritätsprinzip im Sozialhilferecht wird jetzt unterlaufen. Was würden Sie diesen Menschen sagen? Frau Welke, bitte. Ja, herzlichen Dank für die Frage. Also vielleicht zu dem ersten Teil der Frage. Vorrang ambulant vor stationär. Tatsächlich ist es ja so, es ist ja nach dem Gesetz kein Wunschkonzert, ob ich eine ambulante oder eine stationäre Pflegeleistung bekomme, sondern mir stehen stationäre Pflegeleistungen nur zu. So steht es bei der Hilfe zur Pflege ganz ausdrücklich im 65 und auch im Pflegeversicherungsrecht ist es angelegt, dass man stationäre Pflegeleistungen nur erhält, wenn eben die ambulanten oder teilstationären Pflegeleistungen nicht ausreichen. Insofern sehe ich eigentlich nicht, dass es da so eine gefühlte Sogwirkung gibt. Auch glaube ich, im Sinne der Menschen mit Pflegebedarf an der Stelle vor allem, dass sie natürlich selber entscheiden, wo und wie sie leben möchten und dass da die Frage der Unterhaltsherabziehung tatsächlich eine nachgeordnete ist. Ich glaube nicht, dass die Leute freiwillig alle ins Pflegeheim gehen, nur weil dann die Unterhaltsherabziehung vielleicht eine bessere wäre. Zum zweiten Teil der Frage Subsidiarität. Ja, für die Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe ist das ja nichts Besonderes mehr nach dem BTHG. Da haben wir uns ohnehin entschieden, diese Leistung ja aus dem Recht der Fürsorge herauszunehmen und zur eigenen Teilhabeleistung zu machen. Insofern ist das da eine ganz konsequente Folge.
Bei den Pflegeleistungen, oder besser bei der Hilfe zur Pflege, ist es eine Besonderheit, es ist aber nicht die erste Ausnahme. Also wir haben auch andere Leistungen wie die Altenhilfe, wie die Hilfe in besonderen Lebenslagen, die auch vom Subsidiaritätsprinzip da entsprechende Ausnahmen haben. Der Kollege Ammer. Ich hätte jeweils eine Frage an die BAGFW und an die Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. Halten Sie es für angebracht, die Freibetragsgrenze in Höhe von 100.000 Euro aus der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auch hier anzuwenden oder ist sie zu hoch angesetzt? Frau Scheidt, bitte. Ja, wir halten die Freigrenze in Höhe von 100.000 Euro für angebracht. Wir halten sie auch nicht für zu hoch angesetzt. Die Freibetragsgrenze, wie bei der Grundsicherung im Alter anzuwenden, wird zu einer Vereinheitlichung der Transparenz in der Anwendung führen. Es ist kaum plausibel zu erklären, warum eine Freibetragsgrenze aufgrund unterschiedlicher Gesetze auch unterschiedlich gehandhabt werden soll. Frau Welke, bitte. Ja, also wir erkennen an, dass es eine höhere Grenze ist, das ist so, aber ich würde auch denken, im Sinne der Gleichberechtigung oder der Leistungsbezieher ist das angemessen, da wirklich jetzt nicht unterschiedliche Grenzen zu setzen. Auch sollte man sich noch mal vergewissern, es war ja damals ein Ziel, dass man quasi so eine verschämte Altersarmut vermeiden wollte mit der Einziehung einer relativ hohen Grenze auch, damit Menschen eben tatsächlich auch Leistungen in Anspruch nehmen. Und ja, Pflegebedürftigkeit ist kein Lebensrisiko, sondern Lebenswahrscheinlichkeit heutzutage. Das hätte den gleichen Effekt, wenn wir da auch andere Grenzen nehmen. Okay, danke schön, Frau Welke. Der Herr Kollege Oellers. Vielen Dank. Meine Frage richtet sich auch an die BAGFW und an die Lebenshilfe, und zwar mit der Bitte um Bewertung, inwieweit sinngemäß oder ob es sachgerecht wäre, vielleicht auch im Rahmen der Pflegeversicherung Reformen vorzunehmen, um die immer höher werdenden Pflegekosten nicht aus dem SGB XII herauszutragen. Oder wie bewerten Sie derartige Überlegungen? Frau Scheidt, bitte. Ja, sicher, es wäre hilfreicher, die Leistungen einer Versicherung für die Pflege so zu gestalten, dass keine aufstockende Sozialhilfeleistungen mehr notwendig wären. Das ist erstmal so ein Grundsatz. Die Aufstockung der Beträge in den Sach- und Geldleistungen hat ja mit der letzten Reform in der Pflegereform ja schon zu Verbesserungen geführt, was aber aus unserer Sicht immer noch nicht ausreichend ist. Die Verbände der freien Wohlfahrtspflege setzen sich dafür ein, ein System der Pflegeversicherung zu schaffen, in dem Eigenbelastung der Pflegebedürftigen deutlich reduziert wird. Jetzt aber, kurz vor der Halbzeit der Legislaturperiode, auf eine mögliche Reform einer Pflegeversicherung zu verweisen und sich von den angekündigten und bereits zwischen den Regierungsfraktionen oder Parteien geeinten Angehörigenentlastungsgesetz gar zu verabschieden, wäre aus unserer Sicht ein fatales Signal der Politik an die Menschen, die das Gesetz betrifft. Die Gestaltung Bitte näher ans Mikrofon. Oh, ich habe den Eindruck, dass nicht alle Sie hören können. Die Gestaltung einer Reform der Pflegeversicherung ist eine umfassende gesundheitspolitische Aufgabe, zu der verschiedenste Überlegungen derzeit diskutiert werden. Allerdings ist derzeit kaum ein Konsens zwischen den Regierungsparteien erkennbar und damit auch keine Entlastung für die Angehörigen in absehbarer Zeit erkennbar. Die entsprechende konkrete Ausgestaltung einer zukünftigen Pflegereform wäre zudem durch die hier zu treffende Entscheidung nicht gehindert oder gar eingeschränkt. Also man kann es durchaus im zweiten Schritt dann tun. Frau Welke, bitte. Ich kann mich ganz wesentlich meiner Vorrednerin anschließen. Ich denke auch, man sollte dieses Gesetz verabschieden und kann sich trotzdem einer Pflegereform in einem späteren Schritt widmen. Okay, danke schön. Bitte. Herr Oellers, nochmal. Okay. Vielen Dank. Meine Frage geht wieder an die beiden Fragesteller, an die beiden Sachverständigen BAGFW und die Lebenshilfe. Und zwar, wie Sie die Ausweitung der Entlastung der Unterhaltsverpflichteten im SGB XII im Verhältnis zu der Eingliederungshilfe nach SGB IX bewerten und ob Sie es als problematisch ansehen, dass im Rahmen dieses Gesetzes eine Entlastung für Eltern volljähriger Kinder vorgenommen wird, aber nicht für Eltern minderjähriger Kinder. Frau Scheidt, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Es ist wirklich so der spannendste Komplex.
die Auswertung der Entlastung der Unterhaltsverpflichtigten. Nahe ans Mikro. Sie sind kaum zu verstehen. Also die Ausweitung der Entlastung. Wollen alle was hören. Unterhaltsverpflichteter im SGB 12 auf das Recht der Eingliederungshilfe gemäß SGB 9 bewertet die freie Wohlfahrtspflege ausdrücklich positiv. Das hatten wir auch schon, als die Koalitionsvereinbarung getroffen wurde, gefordert. Als Beispiel seien hier nochmal, warum wir das positiv bewerten, Kinder von Vätern oder Müttern erwähnt, die Anspruch auf Eingliederungshilfeleistungen haben. Kinder, bei denen ein Elternteil behindert oder chronisch krank ist, sind häufiger von Armut betroffen und doppelt belastet. Zum einen haben Eltern oder ein Elternteil mit Behinderung oftmals ein unzureichendes Einkommen, da dieses aufgrund der Leistung der Eingliederungshilfe gekürzt wird. Und zum anderen werden Kinder, wenn sie dann erwachsen sind und eine berufliche Tätigkeit nachgehen, für die Gewährung sozialer Unterstützungsleistung für ihre Eltern vom ersten Tag des Einkommens an herangezogen. Damit sind sie zeitlebens neben der familiären auch in der finanziellen Verantwortung und erfahren mitunter über viele Jahre eine Einkommenseinschränkung, bei der es ihnen nicht möglich sein wird, zum Beispiel für die eigene Altersvorsorge aufzukommen. Zu der Differenzierung, Stichwort erwachsene Kinder und minderjährige Kinder. Es wäre natürlich ausdrücklich zu begrüßen, wenn auch Eltern minderjähriger Kinder künftig bei den Eingliederungshilfeleistungen entlastet werden. Schon heute sind die Regelungen im SGB 9 differenziert und zum Teil unübersichtlich. So werden beispielsweise Eltern im Bereich der Bildung für Nachteilsausgleiche nicht herangezogen, während sie im Bereich der sozialen Teilhabe für Assistenzleistungen aufkommen müssen. Dennoch, die geplante Regelung für Eltern erwachsener Kinder mit Behinderungen ist aus Sicht der freien Wohlfahrtspflege ein richtiger Schritt, weil es sich hierbei um eine langfristige Entlastung für Eltern mit erwachsenen Kindern mit Behinderungen handelt. Bei minderjährigen Kindern ist der Zeitraum bis zum Ablauf der Minderjährigkeit begrenzt. Die BAGFW und die weitere Verbände sprechen sich für ein inklusives SGB 8 aus und hoffen, dass dabei bei dem inklusiven SGB 8 auch die Heranziehung der Eltern für Leistungen der sozialen Teilhabe für minderjährige Kinder mit und ohne Behinderung angepasst werden können. Dankeschön, Frau Welke. Ja, vielen Dank. Ich kann vielleicht ergänzend noch anfügen zu der Regelung in 138, also die dass die Eltern von eingliederungshilfeberechtigten Kindern mit Behinderung bei dem Unterhalt entlastet werden. Nein, Entschuldigung, jetzt habe ich mich verwirrt. Also es geht um die Eingliederungshilfeberechtigten, wo die Unterhaltsheranziehung gilt. Erstmal da vorneweg. Wenn wir diesen Bereich haben, dann ist ja die Unterhaltsheranziehung ohnehin momentan schon sehr begrenzt auf einen geringen Anteil. Und diese Unterhaltsheranziehung ist, so hat es das letzte Gesetz, was vor 3 Wochen verabschiedet wurde, vorgesehen, eine bürokratische Schwierigkeit. Da sollen nämlich jetzt quasi die Einrichtungen diesen Unterhalt heranziehen. Das ist kaum zu bewerkstelligen. Deswegen würden wir hier auch schon aus Verwaltungsvereinfachungsgründen es sehr begrüßen, wenn diese Unterhaltsheranziehung auch entfallen würde. Die Fragestellung, abgesehen davon, dass wir es eben insgesamt für richtig finden, aber das hatte ich ja schon gesagt, dass es eben Leistungen der Fürsorge sind, die Eingliederungshilfeleistung, insofern diese Unterhaltsheranziehung hier auch nicht erfolgen sollte. Bitte ums Mikros. Entschuldigung. Sie sind nicht überall vernehmbar. Bei der zweiten Teil der Frage mit den Kindern mit Behinderung, sollten die nicht gleichermaßen auch die Unterhaltsheranziehung der Eltern gelten, das finde ich ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es wäre natürlich folgerichtig, es würde dieses Gesetz allerdings weiterhin natürlich nochmal aufwerten, auch in seinem finanziellen Rahmen. Ist die Frage, ob das jetzt zum aktuellen Zeitpunkt zu leisten ist. Die Frage ist auch, konsequent wäre dann wiederum, dass insgesamt die Einkommens- und Vermögensheranziehung in der Eingliederungshilfe damit kippen würde, weil tatsächlich das ja das Gleiche ist. Wenn die Eltern für ihre minderjährigen Kinder die Leistung der Eingliederungshilfe finanzieren, dann sind sie da, treten sie ja quasi an die Stelle des Leistungsberechtigten. Und insofern ist es ein bisschen was anderes als die Unterhaltsheranziehung bei den Erwachsenen. Andererseits könnte man das natürlich auch argumentieren, dass man es jetzt schon macht, weil Kinder nun mal Kinder sind und hier überhaupt keine Einschränkungen gelten sollten und in dem Sinne es sinnvoll wäre, Kinder auch jetzt schon zu dieser Stufe
quasi die Unterhaltsheranziehung der Eltern dort aufzuheben, damit es keinerlei Schranken gibt, dass Eltern Eingliederungshilfeleistungen für ihre Kinder in Anspruch nehmen im Sinne der Förderung der Kinder. Insofern, also in der Sache ist es alles zu begrüßen, dass die Unterhaltsheranziehung in der Eingliederungshilfe weiter und weiter aufgehoben wird. Die Frage ist eigentlich, wie ist der schrittweise Plan? Dankeschön, Frau Welke. Der Herr Kollege Schummer. Meine Frage geht an die BAG-Werkstätten. Mit dem Budget für Arbeit wollen wir ja auch die Wahlfreiheit stärken, dahingehend, dass nach der Schule mehr Optionen vorhanden sind. Also auch Inklusionsbetriebe und auch der allgemeine Arbeitsmarkt, auch das Budget für Arbeit. Und kann dieses Ziel der verbesserten Wahlfreiheit, mehr Optionen, dann auch erreicht werden mit diesem Budget für Ausbildung, das wir jetzt verstärken? Und was muss getan werden, um insgesamt auch die Werkstätten dahingehend zu bringen, dass sie ihre Fördermechanismen stärker darauf zielen, auch dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den ersten allgemeinen Arbeitsmarkt über Budget für Arbeit oder auch Budget für Ausbildung zu vermitteln oder Inklusionsbetriebe, was auch immer, damit die Übergangsquote gestärkt werden kann. Frau Völker, bitte. Die BAG WFBM begrüßt neu ans Mikro. Die BAG WFBM begrüßt das Budget für Ausbildung. Wir würden uns aber wünschen, um eben mehr Übergänge zu realisieren, dass es ausgeweitet wird, der Kreis der Anspruchsberechtigten auch auf Menschen, die leistungsberechtigt für den Arbeitsbereich in den Werkstätten sind. Das ist im Moment nicht der Fall. Wir sagen aber gerade Menschen, die schon länger in der Werkstatt sind und erst nach zum Beispiel 15 Jahren befähigt sind, ein Budget für Ausbildung in Anspruch zu nehmen, sollte dieses auch gewährleistet werden. Nur dann sind wirkliche Übergänge zu realisieren. Wir begrüßen das Budget für Ausbildung, aber auch eben für die jungen Menschen, so wie es im Moment im Gesetzentwurf formuliert ist, dass diese eben dann eine Ausbildung absolvieren können. Dankeschön, Frau, oder war das schon? Nee, nur, weiter? Nein, Sie haben schon erzählt. Nee, es gab noch eine kurze Frage, nämlich zu, wie kann man die Werkstätten noch stärken? Ich denke, was ganz wichtig ist, ist, Arbeitgeber zu informieren und gleichzeitig aber auch sicherzustellen, dass in den Werkstätten ausreichend Personal vorhanden ist, zum Beispiel in Form von Jobcoaches oder Ähnlichem, damit dort eben noch aktiver, als es bisher schon der Fall ist, nach Arbeitgebern zu suchen, nach möglichen Beschäftigungsverhältnissen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu suchen, um damit die Übergänge noch stärker zu realisieren und in den Fokus zu nehmen. Dankeschön, Frau Völker. Und jetzt kommt wieder der Kollege Oellers. Vielen Dank. Meine Frage richtet sich ebenfalls an die BAG WFBM und auch an die BAG FW. Und zwar auch mit der Frage zum Budget für Ausbildung, wo Sie die richtige Zuständigkeit sehen. Ob es bei der Bundesagentur für Arbeit belassen bleiben soll oder auf die Träger der Eingliederungshilfe übertragen werden soll und wie Sie sich gegebenenfalls auch eine gewisse ein gewisses Zusammenwirken beider Stellen vorstellen könnten, weil ja doch beide auch Kompetenzen haben, die das Budget für Ausbildung nach vorne bringen können. Zuerst Frau Völker. Also wenn Sie unserem Wunsch nachkommen und den Kreis der Leistungsberechtigten auswerten, dann müssten definitiv auch die Träger der Eingliederungshilfe beteiligt werden. Wir sehen hier erstmal die Möglichkeit, dass eben die Finanzierung von vornherein dann geklärt ist. Wir sehen die Rolle der Bundesagentur für Arbeit weiterhin so, wie sie im jetzigen Gesetzentwurf beschrieben ist, dass diese eben verstärkt für die Menschen dann schon Ausbildungsverhältnisse sucht und in dieser Form unterstützt und gleichzeitig auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, nämlich dass die Bundesagentur für Arbeit zukünftige Arbeitgeber, die eben dann Ausbildungsverhältnisse realisieren, ausreichend informiert über alle möglichen Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten für die Menschen mit Behinderungen. Dankeschön, Frau Völker. Frau Scheidt. Dem kann ich mich erstmal nur anschließen. Wenn Sie unserem Anliegen nachkommen, dass es ausgeweitet wird, sind weitere Träger, vor allem die Träger der Eingliederungshilfe, dabei. Aber grundsätzlich sollte natürlich für die Ausbildung die BA, die Bundesagentur für Arbeit, zuständig bleiben. Das sollte auch so bleiben. Sie ist es in der Regel. Ihr kommt eine zentrale Rolle bei der Vermittlung zu. Wir sehen allerdings auch eine Verzahnung des Budgets für Ausbildung mit weiteren Hilfen, zum Beispiel den sozialen Hilfen zur Teilhabe und eine koordinierende Teilhabeplanung von Beginn an werden praktisch bei der Umsetzung des Budgets für Ausbildung unerlässlich sein.
Und wenn man sich das Zusammenwirken noch mal genauer anschaut, dann, wenn es um die Ausbildung geht, dann sehen wir vor allem erst einmal die Schulträger auch, die hier mit in der Verantwortung sind, wenn es um den Übergang Schule-Beruf geht. Das heißt, die Institution Schule, auch wenn sie kein Reha-Träger ist. Insofern wäre eine flächendeckende Einführung und verbindliche Finanzierung eines rechtlichen verankerten beruflichen Orientierungsverfahrens in Schulen dringend notwendig. Da aus Sicht der BAGFW auch Menschen mit abgeschlossener Berufsausbildung oder Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vom Budget für Ausbildung nicht ausgeschlossen werden dürfen, haben eben, wie schon ausgeführt, die Träger der Eingliederungshilfe ja auch eine bestimmte Rolle. Für die Zusammenarbeit möchte ich gern auf die Empfehlungen der BAR zum Reha-Prozess verweisen. Hier sind ausreichend und umfangreiche Ausführungen und Anregungen zur Koordination und Zusammenarbeit bereits erarbeitet worden. Das Werk umfasst, glaube ich, 70 Seiten ungefähr, mit Formularen, mit allem drum und dran. Und wenn wir den Schritt mal gehen und das umsetzen, da wären wir schon ein ganzes Stück weiter. Dankeschön, Frau Scheidt. Herr Kollege Oellers. Meine Frage richtet sich an den BIH mit der Bitte, auch zu dieser Zuständigkeitsfrage Stellung zu nehmen. Herr Bayer, bitte. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, wir haben als BIH schon im BTHG-Prozess immer darauf hingewiesen, dass wir das Budget für Arbeit eigentlich ein Stück weit zu kurz gesprungen fanden. Wir hätten damals schon gerne auch ein Budget für Ausbildung gehabt. Dass dieses jetzt kommt, begrüßen wir sehr. Es gibt jetzt nur unterschiedliche Fragen hinsichtlich der Zuständigkeit. Die eine Frage, die Sie hatten, die ist schon ein bisschen was beantwortet worden, auch hinsichtlich der Frage BAR, gemeinsame Empfehlungen, die entwickelt worden sind. Wir haben bei uns in Nordrhein-Westfalen, wo wir das Budget für Arbeit gekoppelt mit einem Budget für Ausbildung schon vor dem Inkrafttreten des BTHG als Modellprojekt gefahren haben, die beste Erfahrung damit gemacht, dass wir eine entsprechende Vereinbarung auf Ebene der jeweiligen, also auf Ebene unserer Regionaldirektion in Düsseldorf mit dem Träger der Eingliederungshilfe, mit dem Integrationsamt und eben mit unserem zuständigen Arbeit- und Sozialministerium getroffen haben. Auf der Grundlage, dann braucht man gar nicht große BAR-Empfehlungen und sich über 70 Seiten durchzuquälen. Wenn Sie so eine Vereinbarung hinbekommen, trägt die in der Regel gut. Dankeschön, Herr Bayer. Und wer fährt weiter? Der Herr Oellers. Ich möchte nun den Bereich der Arbeitsassistenz ansprechen. Da geht meine Frage ebenfalls an die BIH und an die Bundesvereinigung der Lebenshilfe. Menschen mit Behinderungen sollen Arbeitsassistenz nicht teilweise selbst aufbringen müssen und dadurch nur von der Teilhabe am Arbeitsleben abgeschreckt werden. Teilen Sie nach Ihren Erfahrungen aus dem betriebenen Alltag die Ansicht, dass diese Klarstellung hinsichtlich der Höhe der zu übernehmenden Kosten zur Rechtssicherheit bei den betroffenen Menschen mit Behinderung beiträgt? Herr Bayer. Ich denke, diese Frage kann ich ganz eindeutig mit Ja beantworten. Ja, wird sie tun. Das einzige Kriterium, das jetzt zukünftig bei der Frage der Bewilligung der Arbeitsassistenzleistungen in den ersten 3 Jahren durch die Integrationsämter auf Kosten der Arbeitsagentur und danach dann laufend durch die Integrationsämter aus Mitteln der Ausgleichsabgabe. Die einzige Frage, die wir jetzt noch haben, ist die der Notwendigkeit der Leistung. Und was die Notwendigkeit der Leistung anbelangt, haben wir Ihnen als kurze Stellungnahme oder als Begleitung zu der heutigen Sitzung noch einmal die Zahlen aufgelistet, wie die Arbeitsassistenz in den einzelnen Bundesländern von den einzelnen Integrationsämtern der Höhe nach verwandt wird, inwieweit sie das Aufkommen an den Ausgaben der Ausgleichsabgabe beeinflussen. Wir stellen in den letzten Jahren fest, und das ist aus unserer Sicht ein absolut positiver Aspekt, dass die schulische Inklusion im Arbeitsleben ankommt. Wir haben immer mehr Schülerinnen und Schüler, die aus der Schule kommen und aufgrund ihrer Einschränkungen eben auf Arbeitsassistenz angewiesen sind. Mit dieser Möglichkeit, ihnen dann über die Ausbildung dann den Weg auf einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt bieten zu können, ist etwas, was die Arbeitsassistenz geradezu prädestiniert als ein Instrument. Von daher haben wir in dem ganzen Verfahren auch nie einen Zweifel daran gelassen, dass wir die Arbeitsassistenz als ein ausgesprochen sinnvolles Instrument halten. Die Sorge, die wir hatten, das nur noch ganz kurz, die Sorge war die, dass die Einnahmen aus der Ausgleichsabgabe endlich sind und dass wir natürlich neben der Arbeitsassistenz auch noch andere Leistungen erbringen. Die Arbeitsassistenz hat eine Besonderheit, auch da weise ich an der Stelle gerne noch einmal darauf hin, weil sie so positiv ist.
Im Gegensatz zu anderen Fördermöglichkeiten von Rehabilitationsträgern wird die Arbeitsassistenz ein Berufsleben lang gezahlt. Das ist keine Leistung, die für 2 Jahre oder 3 Jahre gezahlt wird und dann wieder durch ein anderes abgewechselt wird. Das heißt im Endeffekt, wir wissen, wenn der junge Mensch ins Arbeitsleben einsteigt mit Arbeitsassistenzleistungen, das ist eine Leistung, die er im Idealfall über 40 Jahre und mehr in Anspruch nehmen kann. Deswegen werden sich in den kommenden Jahren diese Ausgaben aus der Arbeitsassistenz einfach aufsummieren. Und das ist der Aspekt, wo wir in dem ganzen Gesetzgebungsverfahren aus Sicht der BEH einfach noch einmal darauf aufmerksam gemacht haben. Dankeschön. Und Frau Welke. Leider sind unsere Erfahrungen mit der Arbeitsassistenz ja noch nicht besonders groß, das muss man ehrlicherweise sagen. Die Menschen mit geistiger Behinderung, für die die Lebenshilfe vor allem spricht, arbeiten in der Regel noch in Werkstätten und wir haben diesen Bereich nicht so viel. Gerade deshalb begrüßen wir aber sehr jede Möglichkeit, die es gibt, da voranzukommen bei Leistungen zur Teilhabe auf dem ersten Arbeitsmarkt und sehen tatsächlich die volle Übernahme der Arbeitsassistenzkosten hier als einen weiteren richtigen Schritt. Okay, danke schön, Frau Welke. Der Kollege Schummer. Meine Frage geht auch an die Lebenshilfe. Wie beurteilen Sie die Entfristung der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung, die auch ein Kernelement des Bundesteilhabegesetzes war? Und wie sieht es in der Praxis aus? Grenzt sich dann diese ergänzende unabhängige Teilhabeberatung von den anderen vorhandenen Beratungsstrukturen ab, damit kein Verschiebebahnhof zwischen der einen zur anderen Beratungsstelle passiert? Frau Welke, bitte. Ja, herzlichen Dank. In der Tat, die EUTBs sind ein wichtiges Element, flankierendes Element im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes gewesen und sind es immer noch. Und wir begrüßen sehr, dass jetzt die Kostenübernahme durch den Bund entfristet wird und auch ein bisschen erhöht wird. Wir würden es weiter begrüßen, wenn sie auch noch etwas dynamisiert würde im Laufe der Jahre, damit wir nicht jedes Jahr wieder diese Frage stellen müssen. Zu der konkreten Fragestellung, wie unterscheiden die sich? Ja, es ist eben etwas anderes, ob ich eine Beratung unabhängig und doch parteilich für den Leistungsberechtigten erhalte oder ob sie von einem Leistungsträger oder einem Leistungserbringer erbracht wird. Insofern sind die EUTBs, haben sie ein Alleinstellungsmerkmal in dem Beratungsgeschehen, was sich insbesondere auch in der Unterstützung von Peer-Beratung zeigt. Peer-Beratung ist eben die Beratung von Betroffenen für Betroffene, die sich als besonders effizient erweist, gerade wenn es darum geht, wie wirken sich Leistungen im Alltag aus, was für Probleme kommen da auf mich zu, welche Leistung will ich eigentlich wirklich haben, welche lehne ich ab. Das sind viele Vorfragen, die im Vorfeld von Antragsstellungen auch manchmal zu klären sind und die, glaube ich, das gesamte Leistungsgeschehen bereichern bzw. auch entlasten, also je nachdem, wie man drauf schaut. Und zudem würden wir es tatsächlich auch begrüßen, wenn dieser Peer- und Tandem-Beratung oder auch der aufsuchenden Beratung in dem Gesetzeswortlaut noch Erwähnung finden würden. Das haben wir auch so in der Stellungnahme ausgeführt. Vielen Dank. Okay. Dankeschön, Frau Welke. Mit dem Gong ist die Zeit der CDU-CSU aufgebraucht und jetzt wechselt es zur SPD mit 17 Minuten Frau Kollegin Schmidt. Ja, vielen Dank. Ich versuche es auch nah am Mikro, damit es alle hören. Ja, sehr gut. Frei nach dem Motto, es ist schon vieles gefragt, aber noch nicht an alle, möchte ich meine Fragen an den DGB, den VDK und den Deutschen Verein richten und auch Sie danach fragen, wie Sie den sogenannten Unterhaltsrückgriff, die Regelungen, die wir dort schaffen, nämlich dass nicht nur bei der Grundsicherung Alter und Erwerbsminderung die Einkommensgrenze von 100.000 Euro gilt, sondern dass sie auf die gesamte Sozialhilfe ausgeweitet wird, mit Ausnahme der unterhaltsverpflichteten Eltern für minderjährige Kinder. Wie bewerten Sie das? Was sind Ihre Argumente? Und können Sie uns eine Einschätzung geben, welcher Personenkreis und wie viele Personen von dieser Regelung betroffen sein werden? Herr Schäfer, bitte. Ja, vielen Dank auch vom DGB aus. Wir begrüßen ausdrücklich das Gesetzgebungsvorhaben an dieser Stelle. Und um dem nur ergänzend hinzuzufügen, was schon bereits hier zugesagt worden ist, die aktuelle Rechtslage sieht natürlich vor, wenn ich beispielsweise eine
Elternpaar habe, was aus dem G2-Bezug vorzeitig in Altersrente geht und damit in die Hilfe zum Lebensunterhalt fällt, wird, ohne dass die in ihrer Einkommensposition sich verändert haben, nur durch diesen Wechsel plötzlich nach geltendem Recht einen Rückgriff auf die Kinder durchgeführt, den es vorher im ALG II nicht gegeben hat, den es ab der Regelaltersgrenze in der Grundsicherung im Alter auch nicht geben wird. Er wird zwischendurch für 2 Jahre, 3 Jahre stattfinden. Das zeigt einfach, wie groß hier die Systembrüche sind. Und insofern begrüßen wir das ausdrücklich, wenn das jetzt auf alle Bereiche ausgeweitet werden soll. Und ja, vielleicht soweit erstmal. Frau Dr. Verspol. Vielen Dank für die Frage. Wir begrüßen diese Regelung ungemein. Wir finden, das passt die Pflegeversicherung wieder an die heutige Zeit an. Das Ziel der Pflegeversicherung war es, die Leute aus der Sozialhilfe zu holen und eben aus der Abhängigkeit von den Angehörigen. Das ist jetzt wieder der Normalfall. Ein Platz im Pflegeheim kostet im Durchschnitt 2.000 Euro Eigenanteil. Das übersteigt jegliche Rente, jede Durchschnittsrente. Das heißt, die Angehörigen werden herangezogen, wenn das Haus aufgebraucht ist. Und damit wird das zum Normalfall. Und eigentlich sollte unser modernes Sozialsystem das abfedern, dass man nämlich eine Rente hat und eine Pflegeversicherung und nicht darauf angewiesen ist, möglichst viele gut verdienende Kinder zu haben, um im Alter abgesichert zu sein. Und deshalb glauben wir, das passt zu einem modernen Sozialstaat, da nicht auf die Kinder regelhaft zurückzugreifen. Es ist auch eine Form der gesellschaftlichen Gerechtigkeit. Es gibt Familien, die haben 3 Pflegefälle, da sind beide Eltern demenzkrank und die Tante auch noch. Da sind Familien stark belastet durch jahrelange Heimkosten, andere Familien haben keinen Heimpflegefall, da kommt es nicht dazu. Und deshalb finden wir, das ist eine Aufgabe, die muss die gesamte Gesellschaft schultern und nicht einzelne Familien. Wie viele es treffen wird, es gibt natürlich die Zahlen, wie viele heute zahlen, aber darüber hinaus erleben wir in unseren Beratungsstellen die Leute, die mit den Anträgen konfrontiert werden, die brauchen natürlich auch erstmal unsere Beratung, diesen Antrag überhaupt diese Auskunft geben zu können zu ihren Vermögens- und Einkommensverhältnissen und müssen aber nachher gar nicht zahlen. Die profitieren natürlich auch ungemein, weil sie von diesem bürokratischen Aufwand entlastet werden und weil sie von der Angst entlastet werden. Und dann kommt noch die dritte große Gruppe, das sind einfach Leute, jeglichen Alters, so ab Hochzeit, das Thema der Schwiegersöhne und Töchter kam ja schon, die sich Sorgen machen, müssen wir irgendwann für unsere Eltern zahlen. Das führt häufig vorher schon zu Spannungen unter Geschwistern, in Schwiegerkonstellationen, auch wenn im Endeffekt niemals jemand irgendwas zahlen muss. Und ich glaube, diese Gruppe kann man gar nicht zählen, aber das ist nochmal eine ganz große Gruppe. Also wir erleben in unseren Beratungsstellen einfach ganz viele Nachfragen, was muss ich zahlen, wo sind die Grenzen? Die Grenzen sind auch unserer Erfahrung nach sehr, sehr unterschiedlich zwischen Landkreisen. Also es gibt Landkreise, die fragen jeden an und Landkreise, die fragen anscheinend niemanden an. Dann ist auch immer die Frage, was kann man abrechnen, also was wird abgezogen von dem Einkommen, das man hat, bis man dann beim Nettoeinkommen ist. Das ist sehr, sehr unterschiedlich und da wäre eine einheitliche, transparente, faire Regelung für alle Familien sehr wünschenswert. Dankeschön. Und wer möchte für den Deutschen Verein antworten? Da werde ich antworten. Okay, vielen Dank für die Frage. Zum ersten Teil Ihrer Frage, wie bewerten Sie die Ausweitung der 100.000-Euro-Regelung auf die gesamte Sozialhilfe? Das ist eine Regelung, die ich sehr befürworte. Es ist ein guter und wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und mein zentrales Argument lautet, dass Sie hier mit einem vergleichsweise überschaubaren finanziellen und auch rechtlichen Mittelansatz einen bedeutsamen Zugewinn an sozialer Sicherheit für die Bevölkerung erzielen können. Die einzelnen Argumente im Einzelnen geht es zum Ersten natürlich hier, weil es geht ja hier hauptsächlich um Pflege in der Sozialhilfe, um die pflegebedürftigen Menschen. Sie brauchen sich jetzt keine Sorgen mehr machen, dass sie zukünftig ihren Kindern auf der Tasche liegen. Zweitens geht es dann wechselseitig natürlich auch um die Kinder dieser pflegebedürftigen Menschen, die sich jetzt, sozusagen die sogenannte Sandwich-Generation, die sich keine Sorgen mehr machen müssen vor finanziellen Risiken bei Eintreten der Pflegebedürftigkeit der Eltern. Drittens halte ich es auch unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten richtig, die Beschränkung des Unterhaltsrechts Rückgriff nicht nur auf die Hilfe der Pflege, sondern auf alle Leistungen der Sozialhilfe auszudehnen. Und viertes Argument ist, dass mit dieser Neuregelung
die kommunalen Sozialämter von Verwaltungsaufwand entlastet werden und dass auch Rechtsstreitigkeiten vor Familiengerichten dadurch reduziert werden. Das zweite Argument, wen kann diese Neuregelung zugutekommen? Das kann man nach meiner Einschätzung in zwei Richtungen beantworten. Der erste Teil rekurriert auf mein zentrales Argument. Ich gehe davon aus, dass so eine Neuregelung der großen Mehrheit der Bevölkerung zugutekommen kann, im Zugewinn an sozialer Sicherung. Warum? Weil es einfach die Kombination gibt von 100.000-Euro-Regelung. Und wir wissen ja, dass das auf den größten Teil der Bevölkerung zutrifft, dass man unterhalb dieser Grenze liegt. Dann geht es hier, dass Pflegebedürftigkeit ein allgemeines gesellschaftliches Lebensrisiko ist, das jeden treffen kann. Und dann wissen wir auch, dass die soziale Pflegeversicherung als Teilkaskoversicherung ausgestaltet ist. Und wenn wir diese drei Elemente zusammenfügen, dann kann ich jetzt quasi als Bürger sagen, dass ich jetzt die Gewissheit habe, sollte ich einmal pflegebedürftig werden, dann weiß ich sozusagen, dass meine Kinder nicht herangezogen werden. Und umgekehrt ist es auch so bei den Kindern gegenüber ihren Eltern. Also das interpretiere ich als einen allgemeinen Zugewinn an sozialer Sicherheit für das Gemeinwesen. Wenn man jetzt genauer schaut, wer jetzt davon, sagen wir mal, in Form von Geldes, also wenn man darauf schaut, wer davon profitieren kann, davon gehe ich aus, dass es vielleicht doch ein sehr kleiner Personenkreis sein wird, was vielleicht auch dafür sorgt, dass das gar nicht so vielleicht, deswegen meinte ich auch, gar nicht so teuer ist. Ausschlaggebend ist ja hier, wenn es eintritt, so eine Kombination von Eintritt stationärer Pflegebedürftigkeit, ein bestimmtes Einkommen, Rente im Vergleich zu den tragenden Pflegekosten und ob überhaupt unterhaltspflichtige, leistungsfähige Kinder vorhanden sind. Und um das einzugrenzen, als Anhaltspunkt schlage ich vor, die Statistik der Ein- und Ausnahmen der Sozialhilfe heranzuziehen. Sie können einen Anhaltspunkt gegebenenfalls nehmen, weil dort wird auch beziffert, wie viel die Sozialämter an Einnahmen erzielen durch die Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten. Also das Hellfeld, das wurde ja schon gesagt hier, dass es auch welche gibt, die in die Beratung kommen, aber nicht herangezogen sind. Und das sind konstant über die Jahre 70 Millionen Euro. Wenn wir jetzt annehmen, dass pro Fall ganz grob geschätzt vielleicht 200 Euro pro Monat herangezogen wird durch das Sozialamt, dann würden wir ganz grob auf einen Personenkreis, wo es sich unmittelbar materiell auswirken würde in Geld, vielleicht von circa ganz grob gesagt 30.000 Pflegebedürftigen kommen mit ihren Angehörigen, die finanziell entlastet werden würden. Dankeschön, Herr Krampe. Und dann der Kollege Kapschak. Vielen Dank. Meine Frage geht auch an den Deutschen Verein. Wie hoch schätzen Sie die Kosten der 100.000-Euro-Grenze für die Kommunen ein und wie leiten Sie diese Kostenschätzung her? Welchen Zeithorizont haben Sie dabei berücksichtigt und gibt es Regelungen im Gesetz, die die Kommunen finanziell entlasten? Ich nehme an, wieder Herr Krampe. Ja, bei Existenzsicherung antworte ich mal. Die Kosten der Kommunen würde ich erwarten, dass sie sich daraus geben, aus dem Wegfall der Einnahmen, die bisher durch die Heranziehung erzielt werden, unterhaltspflichtiger Angehöriger. Und das sind die schon erwähnten 70 Millionen Euro. Wenn man sich das jetzt im Verlauf über mehrere Jahre anschaut, war dieser Betrag relativ konstant. Von daher gehe ich davon aus, dass sozusagen der Wegfall der Einnahmen durch die Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten die Kosten der Kommunen sind, dass sich das auf einen Betrag von 70 Millionen Euro in der Untergrenze belaufen könnte und dass das so sich fortsetzen würde in den kommenden Jahren. Zum zweiten Teil der Frage, ob es auch Regelungen gibt, die die Kommunen finanziell entlasten.
Da ist es zum einen das, was ich in der vorherigen Frage schon kurz angeschnitten hatte. Ich gehe davon aus, dass wenn die Fälle, wo Unterhalt herangezogen müssen, stark zurückgehen, auch der Verwaltungsaufwand zurückgeht und dass dadurch eine finanzielle Entlastung eintritt, die ich allerdings nicht beziffern kann. Gleiches gilt es, wenn Rechtsstreitigkeiten vor Familiengerichten zurückgehen, wenn da Kosten zu beglichen werden müssen. Da geht es ja um Zivilgerichtsbarkeit. Also das sind auch Kosten, die entfallen. Dann noch im Speziellen, was die Regelung betrifft in Ihrem Gesetzentwurf, gibt es eine Neuregelung, dass Menschen, die Antrag auf Grundsicherung im Alter stellen und ein unterhaltspflichtiges Kind haben, die 100.000 Euro Grenze überschreiten, die werden nach jetziger Regelung dem dritten Kapitel zugeordnet. Nach dem Gesetzentwurf soll das zukünftig nicht mehr der Fall sein. Das dritte Kapitel wird von den Kommunen finanziell getragen, das vierte Kapitel vom Bund. Von daher hier ist auch eine Entlastung der Kommunen zu erwarten, die ich allerdings in der Höhe nicht beziffern kann. Dankeschön, Herr Grampe. Und dann hat die Kollegin Glöckner das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den DGB und den VDK und bezieht sich auch auf das Budget für Ausbildung. Und ich würde Sie gerne fragen, was Sie denken, in welcher Form das Budget für Ausbildung einen Beitrag dazu leisten kann, dass Menschen mit Behinderungen durch eine Ausbildung in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden können. Herr Schäfer, bitte. Ja, vielen Dank. Wir begrüßen diesen Schritt ausdrücklich, da sozusagen die Integration von Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt allgemein ein großes Problem ist, fanden wir schon die Einführung des Budgets für Arbeit sinnvoll und deswegen begrüßen wir natürlich ausdrücklich, dass jetzt der Schritt vor der Arbeit, die klassische duale Berufsausbildung, die sogar ein großes Einstiegstor in den dauerhaften Arbeitsmarktverbleib ist, jetzt auch gefördert werden soll, weil aus unserer Sicht natürlich eine qualifizierte Ausbildung direkt am ersten Arbeitsmarkt bei einem Arbeitgeber auch Vertrauen aufbaut und hier natürlich die Grundlage auch für eine langjährige Beschäftigung bei demselben Arbeitgeber und danach auch bei anderen Arbeitgebern fundiert. Und deswegen sehen wir sehr, sehr große Chance darin, über das Budget für Ausbildung hier die dauerhafte Integration zu verbessern. Frau Dr. Verspol. Wir begrüßen das auch sehr. Das ist die logische Folge aus dem Budget für Arbeit. Und wir glauben, das braucht jetzt ein bisschen, um sich zu etablieren. Also da muss man jetzt ein bisschen längeren Atem haben. Wichtig ist, dass auch Hilfsmittel und Assistenz mitbewilligt werden. Und wir würden noch mal darum bitten, den Personenkreis etwas auszuweiten, nämlich auch Menschen, die jetzt schon im Arbeitsbereich einer Werkstatt sind. Einige brauchen einfach ein bisschen länger, um sich der Ausbildung zuzutrauen. Und dann gibt es noch eine zweite Gruppe, Menschen, die ganz normal am ersten Arbeitsmarkt tätig waren und dann durch einen Unfall oder eine schwere psychische Erkrankung ein Werkstattfall geworden sind. Auch denen muss die Möglichkeit gegeben werden, durch eine neue, andere Ausbildung, eine neue Erstausbildung wieder Fuß am allgemeinen Arbeitsmarkt zu fassen. Also die ihre bisherige Tätigkeit nicht mehr ausüben können, dass die nicht nur eine Weiterbildung erhalten, sondern nochmal mit dem Budget für Ausbildung eine zweite Chance. Dankeschön, Frau Verspol. Frau Kollegin Glöckner. Ja, das war schon die teilweise auch die Antwort auf meine weitere Frage zum Budget für Ausbildung. Ich würde gerne nochmal vom Deutschen Verein hören. Was denken Sie, sollten die Zugangsvoraussetzungen für das Budget für Ausbildung flexibler gestaltet werden? Und wenn ja, wie sollte die flexiblere Ausgestaltung des Budgets für Ausbildung aussehen? Und welcher Träger sollte hierfür zuständig sein? Angesichts der Mikrofonrichtung, die Frau Nier. Ja, genau, alles klar. Vielen Dank. Ja, also im Moment halten wir das Budget für Ausbildung in seiner aktuellen Ausgestaltung nur teilweise geeignet, das Ziel eines inklusiven Arbeitsmarktes zu erreichen. Da die Beschränkung des leistungsberechtigten Personenkreises auf Menschen mit Behinderungen, die einen Anspruch auf Leistung im Eingangsverfahren oder im Berufsbildungsbereich einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen nach § 57 SGB 9 ist aus unserer Sicht allein jetzt nicht zielführend. Dieser Anspruch knüpft ja bereits daran an, dass durch den Reha-Träger eine Ausbildungsfähigkeit nicht besteht. Das heißt, dieser Personenkreis keinen Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt hat. Damit stellt sich ja dann schon die Frage, wie viele Personen überhaupt damit erreicht werden.
Wir sagen, dass das Budget für Ausbildung nur dann sinnvoll sein kann, wenn andere Maßnahmen, zum Beispiel wie assistierte Ausbildung, nicht geeignet sind oder nicht ausreichen, um einen Berufsabschluss zu erreichen. Es kann also eine Wirkung nur dann voll entfalten, wenn auch andere junge Menschen mit festgestelltem Förderbedarf, zum Beispiel mit Reha-Status, die Möglichkeit haben, das Budget für Ausbildung in Anspruch zu nehmen. Dies betrifft vor allem junge Menschen mit Behinderung, die nach dem Verlassen der Schule auch eine Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt anstreben und eine berufliche Orientierung anstreben. Vor dem Hintergrund auch, dass der größte Teil von Schülerinnen, die an Förderschulen sind, mit ohne Hauptschulabschluss die Schule verlassen. Daher sollte hier auf jeden Fall der leistungsberechtigte Personenkreis erweitert werden, da den meisten nur der Weg sonst in eine außerbetriebliche Ausbildung oder Berufsbildungswerke sowie Werkstätten zur Verfügung steht. Der Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ist ja dann nur schwer zu realisieren, wenn Menschen mit Behinderung erst in Werkstätten untergebracht sind. Eine Erweiterung des leistungsberechtigten Personenkreises kann einen Beitrag dazu leisten, die Chancen von jungen Menschen mit Behinderung bei der beruflichen Ausbildung und Bildung zu verbessern und ihre Lebensperspektiven zu ermöglichen. Zudem würde es auch dazu beitragen, das Wunsch- und Wahlrecht zu erweitern. Genau, die Möglichkeit des frühen Einstiegs in die Ausbildung und Bildung nach Abschluss der Schule für Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf erhöht die Chancen für junge Menschen auf den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Nochmal zur Trägerzuständigkeit. Okay. Noch kurz zur Trägerzuständigkeit. Würde ich aus fachlicher Sicht noch sagen, dass hier die Bundesagentur für Arbeit zuständig ist, weil sie auch, so weiß sonst, wenn man andere Träger noch mit hinzuzieht, zu Zuständigkeitskonflikten und kommen könnte. Ja. Dankeschön, Frau Nier. Und damit mit dem Gongschlag wechselt das Fragerecht zur Fraktion der AfD. Herr Bohl. Ja, schönen guten Tag. Meine erste Frage an den Sozialverband. Frau Versbohl, wie sieht es aus? Haben Sie Informationen und Erfahrungen darüber, ob aufgrund der derzeitigen Regelung ein Rückstau betreffend der Besetzung von Pflegeplätzen besteht, das heißt, ob Pflegeplätze wegen dieser bestehenden Regelung nicht in Anspruch genommen wurden, und wie schätzen Sie das ein, werden die Pflegeplätze ausreichend vorhanden sein, wenn die neue Regelung in Kraft tritt, also tritt also ein Run auf die Pflegeplätze ein? Frau Dr. Verspol. Ja, Sie beziehen sich wahrscheinlich wieder ganz nach vorne auf die 100.000-Euro-Regelung. Wir sehen Fälle, wo Pflegebedürftige davor zurückschrecken, ins Heim zu gehen, obwohl sie ambulant nicht mehr ausreichend versorgt werden können. Eben kam schon dieses ambulant vor stationär, diese Regelung wurde ja geschaffen, damit Pflegebedürftige nicht gegen ihren Willen ins Heim eingewiesen werden. Das ist eine Schutzregelung für Pflegebedürftige und keine Sparregelung für die öffentliche Hand. Und wer in das Heim muss, weil er ambulant nicht mehr ausreichend versorgt werden kann, der sollte nicht davor zurückschrecken und ambulant unterversorgt leben, nur weil er Angst hat, dass dann auf seine Kinder und zurückgegriffen wird und die dann wiederum Angst haben, dass ihre Kinder, also die geliebten Enkelkinder, nicht mehr studieren können. Die konkrete Frage, wie sieht es mit der Versorgung von Pflegeheimplätzen in Deutschland aus, das ist regional sehr unterschiedlich, aber wir haben bereits Regionen in Deutschland, wo es sehr schwer ist, einen Pflegeheimplatz zu finden. Und das wird sich nicht dadurch bessern, dass diese 100.000-Euro-Regelung für unterhaltsverpflichtete Angehörige kommt. Dankeschön, Frau Verspol. Herr Springer. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Damen und Herren, meine Frage, die erste richtet sich zunächst an den Städte- und Gemeindebund und an den DGB. Der DGB begrüßt in seiner Stellungnahme den Verzicht auf den Unterhaltsrückgriff. Kein Wort verliert er jedenfalls zum Vermögensvorbehalt, der hier nicht getroffen wird. Und der Städte- und Gemeindebund erwähnt aber in seiner Stellungnahme, dass es durchaus Personen gibt, die ein Jahreseinkommen von unterhalb 100.000 Euro haben,
aber zugleich ein erhebliches Vermögen an Immobilien besitzen. Und die konkrete Frage an den DGB und auch an den Städte- und Gemeindebund wäre, wie Sie das aus der Gerechtigkeitsperspektive bewerten würden. Danke. Für den Städte- und Gemeindebund die Frau Krickel. Ganz herzlichen Dank für die Frage. Wir sehen zunächst die Zielrichtung des Gesetzentwurfs, Familien mit pflegebedürftigen und eingliederungshilfeberechtigten Angehörigen zu entlasten, als richtig. Worüber wir uns hier aber nicht einig sind, ist über den Weg. Und der Weg ist über die ausschließlich über die kommunal finanzierte Sozialhilfe. Und mit dem Wegfall quasi des Unterhaltsrückgriffs wird einseitig die Belastungen auf die kommunale Ebene verschoben. Was die 100.000-Euro-Grenze angeht, ja, es ist in der Tat so, es gibt viele Personen, deren Einkommen unter 100.000 Euro liegt, die aber andererseits durchaus Vermögen haben, was im Rahmen der familiären Einstandspflicht durchaus aus unserer Sicht herangezogen werden müsste. Dankeschön. Und dann der Herr Schäfer. Ja, wir sehen sozusagen das Vermögen an der Stelle auch ebenfalls als schützenswert an, weil wir uns, glaube ich, sehr klar darüber sind, dass es zwar Personenkreise gibt, die das haben, aber die meisten Personen, die weniger als 100.000 Euro Einkommen haben und trotzdem ein großes Vermögen aufgebaut haben, haben das entweder in Immobilien, die sie selber bewohnen, oder noch schlimmer, in landwirtschaftlichen Betrieben untergebracht oder in anderen Kleinfamilienunternehmen. Da ist schnell ein großes Vermögen. Das zu verbrauchen, kann sicherlich nicht Sinn und Zweck der Angelegenheit sein. Und wir müssen uns auch klar machen, der Verwaltungsaufwand, das Vermögen hier in irgendeiner Form zu untersuchen, ist natürlich sehr viel aufwendiger bei der Vermögensberechnung, als dann hinterher tatsächlich an Geld aufzutreiben ist. Und wer große Vermögen ernsthaft an den sozialen Wohltaten beteiligen möchte, könnte ja die Vermögenssteuer einführen und dann wäre das Problem aus unserer Sicht jedenfalls zu lösen. Herr Bohl, bitte. Ja, meine Frage an den Deutschen Städtetag und an den Landkreistag. In beiden Stellungnahmen wird darauf hingewiesen, dass eine Steigerung des Nachfrageverhaltens durch diese rechtliche Regelung erwartet wird und das nicht in unerheblichem Umfang. Jetzt die Frage, wie schätzen Sie die Steigerung des Nachfrageverhaltens ein und wie wird dies zu einer Mehrbelastung der prognostizierten Kosten führen? Danke. Frau Offer, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Die Bundesregierung geht ja selbst hier davon aus, dass die Mehrbelastung durch die Einführung der 100.000-Euro-Grenze für Länder und Gemeinden, das heißt in dem Fall eben für die Kommunen, bei rund 300 Millionen Euro jährlich liegen wird und mit einem gewissen Aufwuchs in den nächsten Jahren. Wir gehen davon aus, dass der Aufwuchs, wenn man jetzt das auch langfristig betrachtet, natürlich noch sehr viel größer sein wird, weil sehr viel mehr Pflegebedürftige durch die demografische Entwicklung von allen erwartet werden. Man müsste also über das Jahr 2023 hinausschauen, unserer Meinung nach. Zweitens, natürlich wird das Nachfrageverhalten sich ändern. Da muss man die Situation derjenigen, die selbst pflegebedürftig sind, aber natürlich auch der Angehörigen sehen. Jetzt werden 75% der Pflegebedürftigen von den Angehörigen gepflegt. Und wir wissen natürlich alle, dass das eine sehr belastende Situation ist für die Angehörigen und dass es natürlich dann auch Überlegungen geben wird, wenn man weiß an der Stelle, dass Angehörige eben nicht mehr herangezogen werden finanziell, dass sie, das ist auch ganz legitim meiner Meinung nach, darüber nachdenken, ob sie sich dann mehr Unterstützung durch ambulante Pflegedienste oder auch durch stationäre Unterbringung nehmen werden. Es gibt ja die Hilfe zur Pflege auch nicht nur in der stationären Pflege, sondern auch in der ambulanten Pflege. Und wir können das natürlich nicht beziffern, denn das sind ja Prognosen, aber wir gehen schon davon aus, dass zusammen mit anderen Entwicklungen, die es natürlich auch gesellschaftlich gibt, die Nachfrage nach ambulanter und stationärer Pflege, Dienstleistungen deutlich steigen wird durch diese Regelung. Ich denke,
dass das auch die andere Seite der Medaille ist, die man fairerweise mit betrachten muss. Alle Sachverständigen haben davon gesprochen, dass das eine große Entlastung für die Familien mit pflegebedürftigen Angehörigen sein wird. Natürlich auch dadurch, dass eben mehr Pflegedienstleistungen in Anspruch genommen werden, weil man eben die Befürchtung nicht mehr haben muss der finanziellen Heranziehung. Danke, Frau Hoffer. Herr Keller. Ja, zu der Frage der finanziellen Auswirkungen würde ich auch erst vorausschicken, dass wir als Deutscher Landkreistag auch das Entlastungsziel für die Angehörigen durchaus befürworten. Wir bitten nur darum, als Gebot der Redlichkeit eben die Wirkungen in Gänze im Blick zu nehmen. Die Frau Offer hat es angesprochen. Wenn hier in schönsten Farben gemalt wird, welche positiven Effekte das alles haben wird, dann muss man sich klar machen, dass der bisher realisierte Unterhaltsrückgriff von etwa 70 Millionen jährlich nur ein Bruchteil der finanziellen Wirkung und der Wirkung der Veränderung sein wird. Durch die künftige Neuregelung mit der Beschränkung des Unterhaltsrückgriffs wird de facto der Unterhaltsrückgriff abgeschafft. In Zukunft wird es so gut wie keine Fälle mehr geben, wo Unterhaltsrückgriff stattfindet. Das heißt, das dämpfende Element der Selbstverantwortung und der familiären Solidarität auch mit dem Pflegebedürftigen in der Familie wird deutlich geschwächt. Dessen muss man sich bewusst sein. Das gehört dazu, wenn man so eine Regelung trifft. Wir gehen davon aus, dass man eben mittelfristig eher mit einer 500 Millionen als mit weniger zu rechnen hat. Es ist ganz schwer kalkulierbar. Deutlich ist ja aber auch in den Einlassungen derer geworden, die sehr stark sich für die Regelung ausgesprochen haben. Natürlich wird das im Zweifel das Thema stationäre Pflegeplätze verschärfen. Und es hat eben dadurch eine ganz erhebliche Wirkung. Nicht aus dem Blick verlieren darf man in dem Zusammenhang, welche Gruppe überhaupt nicht profitieren wird, nämlich all diejenigen, die ihre Angehörigen mit ambulanter Hilfe pflegen zu Hause. Die werden überhaupt gar nicht entlastet. Das sind die, die eigentlich in der Lebenswirklichkeit am stärksten belastet sind. Und durch die Regelung, wie sie jetzt vorgesehen ist, haben die überhaupt nichts davon, sondern es läuft im Endeffekt nur auf die hinaus, die auf stationäre Pflegeheime angewiesen sind oder auf die sie zurückgreifen. Vor diesem Hintergrund warnen wir vor den Wirkungen, die damit einfach insgesamt gesamtgesellschaftlich verbunden sind. Man kann ein Stück weit solche Wirkungen auch studieren, wenn man in die Nachbarländer schaut. In Österreich wurde der Pflegeregress ein Stück weit reformiert. Dort gibt es Steigerungsraten nicht in 5 oder 7%, sondern in der Größenordnung von 25% bei den Fallzahlen stationärer Unterbringung. Und dann können Sie selber hochrechnen, dass wir da bei ganz anderen Größenordnungen sind als zweistellige Millionenbeträge. Dankeschön, Herr Keller. Mit dem Gong ist die Fragezeit aufgebraucht für die AfD. Ich wechsle zur FDP. 9 Minuten. Wer ist die Frau Beck? Herr Beck. Ah, der Herr Beck. Ja, dann auch Beck, aber es ist nicht so wichtig, Herr Vorsitzender. Ich würde gern anschließend an die finanziellen Fragestellungen Frau Krickel noch mal die Gelegenheit geben, sich auch noch mal zu äußern. Wir haben in Ihren Stellungnahmen ja von einem Volumen von etwa 500 Millionen Euro gelesen, die möglicherweise wegfallen. Der Gesetzentwurf sagt selber, dass man es eigentlich nicht seriös beziffern kann, geht aber von 300 Millionen aus. Und Herr Kramper hat im Grunde gerade vorgerechnet vom Deutschen Verein, es sind nur 70 Millionen. Davon muss man abziehen Bürokratieentlastung, davon muss man abziehen die Effekte durch Verschiebung innerhalb der Kapitel im SGB 12. Und da müsste man ja auch noch bedenken, dass das, was vorher steuerlich geltend gemacht worden ist, jetzt nicht mehr geltend gemacht wird, sodass das Steueraufkommen steigt. Also im Ergebnis müssten Sie eigentlich mehr Geld haben als vorher. Zwischen diesen Perspektiven liegt eine Menge. Deswegen an Sie, Frau Krickel, noch mal die Frage auch, wie sieht der Deutsche Städte- und Gemeindebund das? Und dann an Sie drei, Frau Offer, Frau Krickel, Herr Keller, die Frage, was sind denn Ihre denkbaren Perspektiven, um die Belastung, in welcher Höhe sie dann am Ende auch immer sein mag, auf den Bund zu übertragen? Also ist da beispielsweise eine Spitzabrechnung denkbar oder welche Modelle hätten Sie, wenn Sie sich eine Beteiligung des Bundes an den Kosten wünschen, zur konkreten Umsetzung im Kopf? Zur Übersicht wäre es immer gut, wenn nur eine Frage gestellt ist. Die Frau Krickel. Und dann wieder. Ja, die Frau Krickel hat das Wort. Ich kann mich da den Ausführungen meiner Kolleginnen und Kollegen nur anschließen.
Es ist ja auch nicht bedacht, dass weitere Belastungen für die Kommunen durch die jüngst verabschiedeten Maßnahmen im Rahmen der konzertierten Aktion Pflege noch hinzukommen werden und das Problem ja auch noch verschärfen werden. Denn die Pflegekosten werden natürlich auch ansteigen, was wiederum zu höheren Selbstkosten und dann natürlich auch zu höheren Kosten im Rahmen der Hilfe zur Pflege führen wird. Wir erwarten, dass der Bund nach dem Grundsatz, wer bestellt, bezahlt, den Kommunen natürlich die Mindereinnahmen vollständig ausgleicht. Auch muss man darüber nachdenken, inwieweit wir wie damals bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung eine totale Beteiligung des Bundes im Rahmen der Hilfe zur Pflege künftig weiterentwickeln könnte. Frau Offer, bitte. Ja, es ist natürlich ein großes Manko des Gesetzentwurfs, dass von überhaupt keiner Ausgleichsregelung hier ausgegangen wird. Also auch die Bundesregierung geht von erheblichen Mehrbelastungen für die Kommunen aus. Und wie gesagt, betrachtet das auch nur im Zeitraum bis zum Jahr 2023 und darüber hinaus nicht und sieht überhaupt keinen Ausgleich vor. Und das kritisieren wir eben und wir sagen auch, also eine quotale Beteiligung des Bundes an den Ausgaben der Hilfe zur Pflege wären eine Möglichkeit. Es gibt auch Diskussionen über die sogenannte Sockel-Spitz-Umkehrung, dass der Eigenanteil an der Pflege fixiert wird und darüber hinaus die Pflegeversicherung eben den darüber hinaus notwendigen Betrag aufbringt. Dadurch würde natürlich die Pflegebedürftigen, aber auch die Hilfe zur Pflege, also auch die Kommunen entlastet. Also über diese Diskussion, wie können hier an der Stelle der Bund sich beteiligen an den aufsteigenden Kosten der Kommunen, der Hilfe zur Pflege und an den aufsteigenden Kosten der Pflegebedürftigkeit generell, ist bis jetzt noch gar nicht gesprochen worden. Danke, Frau Offer. Herr Keller. Ja, ich will das Augenmerk noch mal richten auf die bisherige Regelung. Und wenn man da auf die Funktionsweise guckt, dann war es ja eben innerhalb des Unterhaltsrechts eigentlich ganz sachgerecht an der Leistungsfähigkeit der Angehörigen angeknüpft. Ganz am Eingang, wenn Sie sich erinnern, wurde das ja auch skizziert. Dieser Ansatzpunkt ist eigentlich insofern vorzugswürdig gegenüber den jetzigen Überlegungen, weil die Leistungsfähigkeit richtig eingeht. Momentan machen wir, oder der Gesetzentwurf sieht ja vor, dass jetzt alle entlastet werden unter 100.000 Euro Einkommen, Jahreseinkommen. Gleichzeitig führt es wahrscheinlich dazu, dass alle entlastet werden, belastet sind die, die selber pflegen. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann sprechen wir uns dafür eben aus, dass man eine Regelung findet, die innerhalb des Systems Pflegeversicherung bleibt, weil dann der Bund genau alle Enden in der Hand hält, mit denen er arbeitet. Augenblicklich haben wir einen Regelungsansatz, der eben bedeutet, soziale Wohltaten angeblich ohne nennenswerte Wirkungen, faktisch voll aufs Risiko der Kommunen. Ehrlicher wäre, man würde innerhalb des Systems der Pflegeversicherung arbeiten, weil dann eben klar ist, dann habe ich auf der einen Seite die Beiträge und habe auf der anderen Seite die Leistungen und muss mir überlegen, wie die Rechnung insgesamt aufgeht. Da gibt es keinen Dritten, auf dessen Rücken das Ganze ausgetragen wird, so wie wir es bei diesem Gesetzentwurf befürchten. Danke, Herr Keller. Herr Beek, jetzt mal richtig. Ja, herzlichen Dank. Frau Bessenich, bitte. Budget für Ausbildung begrüßen wir tatsächlich. Allerdings ist ja das Instrument so formuliert, dass es sehr wenige Personen tatsächlich erfassen wird. Wir haben schon darüber gesprochen, dass die Zielgruppe sehr eng gefasst ist, dass zum Beispiel die Jugendliche im Reha-Status gar nicht den Zugang haben werden. Aber vielleicht noch zu erwähnen, ergänzend zu den Ausführungen, die schon kamen, auch im Umfang ist das Budget für Arbeit so erfasst, dass es ausschließlich Ausbildungen erfasst werden, die anerkannt sind, beziehungsweise im Berufsbildungsgesetz oder im Handwerkerordnung
vorgesehen sind. Und das bedeutet, dass für Menschen, die keinen Schulabschluss haben, und das sind ja die 3/4 der Absolventen der Förderschulen, dass sie überhaupt keinen Zugang zur vollen Ausbildung finden werden, weil sie keinen Schulabschluss haben. Aus diesem Grunde schlagen wir vor, dass dieses Budget für Ausbildung tatsächlich Budget für berufliche Bildung sein muss, weil so gebietet nämlich auch die UN-Konvention, dass es Zugang zur inklusiven beruflichen Bildung geben müsste. Und den gibt es nach wie vor für diese Jugendlichen nicht. Aus diesem Grunde ist es wichtig, dass man auch Teilqualifikationen wirklich erfasst und nicht nur anerkannte Ausbildung. Als Beispiel kann man es vielleicht in Bayern nennen, da gibt es ja Qualifikationen in der landwirtschaftlichen Ausbildung, die nur als Teilqualifikationen für Zucht zum Beispiel von Ferkeln vorgesehen sind und von den Kammern anerkannt werden. Und tatsächlich gibt es Landwirte, die Personen einstellen wollen. Das wäre aber innerhalb des Budgets für Ausbildung überhaupt nicht möglich. Deswegen im Umfang muss das tatsächlich erweitert werden, damit viele Menschen Zugang haben. Und natürlich wird das, wenn man so enge Zielgruppe nimmt, wird das auch sehr günstig sein. Dankeschön, Frau Bessenich. Herr Beek. Im Thema der derzeit noch bestehenden besonderen Wohnformen. Da wird derzeit die Regelbedarfsstufe 2 angesetzt. Jetzt haben wir zum 01.01.2020 insgesamt eine Veränderung in diesem Bereich. Halten Sie das dort noch für angemessen oder eher nicht? Frau Bessenich. Tatsächlich führt ja die Trennung der Leistungen in besonderen Wohngruppen für Menschen mit Behinderung, die bis hier in Einrichtungen der Eingliederungshilfe leben, dazu, dass sie künftig Grundsicherung bekommen und die werden Regelbedarfsstufe 2 zugeordnet. Das bedeutet letztendlich nach 01.01., dass sie 43 Euro weniger bekommen als alle anderen Personen, die alleinstehend in der Bundesrepublik sind. Man geht einfach davon aus, weil sie in Wohngruppen mit anderen Menschen, die sie selbst nicht gewählt haben, leben, dass sie weniger Bedarf haben. Man muss sagen, diese Gruppe ist in der Referenzgruppe bei dem Existenzminimum überhaupt nicht berücksichtigt worden. Das zeigt sich vor allem, wenn man Warenkorb sieht, dass da nur 4,5% für Pflege und Gesundheit vorgesehen sind. Das ist bei Menschen mit Behinderung in Einrichtungen natürlich der Bedarf viel größer ist. Und tatsächlich haben sie dann 43 Euro weniger und müssen von diesem Regelbedarfsstufe 2, die sonst für Partner vorgesehen sind, auch natürlich die Lebensmittelverpflegung und existenzsichernde Leistungen bezahlen. Und hier wirkt sich auch so nachteilig, dass auch die Umsatzsteuerbefreiung, die bisher war, auch hier in besonderen Wohngruppen stattfindet, die auch eine besondere Belastung. Deswegen halten wir diese Regelung nicht für sachgerecht und diskriminierend für diese Personengruppe und schlagen Regelbedarfsstufe 2, wie bei allen alleinstehenden Personen in Deutschland. Dankeschön, Frau Bessenich. Und mit dem Gong wechselt das Fragerecht zur Fraktion Die Linke. Herr Kollege Birkwald. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Nizza, an den Sachverständigen Hieb. Herr Hieb, welche Regelungen des Gesetzentwurfs halten Sie für gut? Herr Hieb, bitte. Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Nun, positiv bewerten wir definitiv die Entfristung der Forderung der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung, das Budget für Ausbildung und auch, dass die Integrationsämter keinen Ermessensspielraum mehr haben hinsichtlich der festgestellten Arbeitsassistenzleistung. Soll aber nicht heißen, dass es durchaus bei der einen oder anderen Regelung noch Luft nach oben, sprich Verbesserungsbedarf gäbe. Auch das zentrale Anliegen des Angehörigenentlastungsgesetzes, die finanzielle Entlastung von Angehörigen mit einem Jahreseinkommen bis zu 100.000 Euro und auch letztendlich die Abschaffung von Kostenbeiträgen für Eltern volljähriger behinderter Kinder, wäre zu begrüßen, wenn diese Regelung nicht inhärent gleichzeitig wieder eine Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen darstellen würde. Wenn der Gesetzgeber schon nicht Einkommens- und vermögensunabhängige Teilhabeleistungen anbietet, dann möge er doch bitte eine einheitliche Einkommensgrenze, und zwar für alle, für Angehörige, für Eltern und eben Menschen mit Behinderungen einziehen. Und das bedeutet in diesem Fall 100.000 Euro und nicht wie im Falle von Menschen mit Behinderungen mit dem Bundesteilhabegesetz ab 2020 knapp über 30.000 Euro. Danke. Herr Kollege Birkwald. Ja, nochmal an Herrn Hieb. Herr Hieb, wie bewerten Sie denn die Tatsache, dass mit diesem Gesetzentwurf erneut keine mit der UN-Behindertenrechtskonvention konforme, umfassende Bearbeitung des Teilhaberechts
für Menschen mit Behinderung vorgenommen wurde und dass das Zwangspoolen von Leistungen und der Mehrkostenvorbehalt in § 104 SGB IX nicht gestrichen wurden. Herr Hieb, bitte. Für diese Frage danke ich Ihnen außerordentlich. Das ist aus unserer Sicht ganz klar ein Verstoß gegen die UN-Behindertenrechtskonvention Deutschlands, die auch durch Deutschland ja auch ratifiziert wurde. Artikel 4 sagt ganz klar, dass die Vertragsstaaten dazu verpflichtet sind, Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstige Maßnahmen zu ergreifen, um die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland umzusetzen und dass Gesetze, die eine Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen darstellen, abzuändern oder aufzuheben sind. Mit der Beibehaltung des Mehrkostenvorbehalts und vor allem auch mit der neu geschaffenen Möglichkeit durch das Bundesteilhabegesetz Leistungen zwanghaft zu poolen, wird das Wunsch- und Wahlrecht von behinderten Menschen nicht nur nicht umgesetzt, es wird noch weiter eingeengt. Und das muss ich jetzt auch tagesaktuell anbringen, einen Eindruck, wie ernst es diese Bundesregierung mit der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention meint, kann man zurzeit sehen am Reha- und Intensivpflegestärkungsgesetz. Da sollen Menschen, die beatmet sind, nur noch regelhaft in spezialisierten Einrichtungen versorgt werden. Das hat mit Wunsch und Wahlrecht überhaupt nichts zu tun. Dankeschön, Herr Hieb. Herr Kollege Birkwald. Vielen Dank und auch nochmal an Herrn Hieb, nochmal mit Blick auf Ihre Antwort zur ersten Frage. Inwiefern erachten Sie eine deutliche Verbesserung bei der Anrechnung von Einkommen und Vermögen auch der leistungsberechtigten Menschen mit Behinderung als notwendig an? Oder plädieren Sie sogar für vollständig einkommens- und vermögensunabhängige Teilhabeleistung? Herr Hieb. Auch für diese Frage herzlichen Dank. Sie beschäftigt mich schon seit vielen Jahren. Also wir fordern grundsätzlich einkommens- und vermögensunabhängige Teilhabeleistungen. Und wir sehen vor allem auch diese Forderung durch die UN-Behindertenrechtskonvention gedeckt und auch nicht zuletzt durch die Empfehlungen des UN-Fachausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Jetzt liegt hier das Angehörigenentlastungsgesetz auf dem Tisch und es will uns vor allen Dingen eines weismachen, dass nämlich sich nur das Bild der Familie in der Gesellschaft verändert hat, nicht aber das der Menschen mit Behinderungen. Und dass aufgrund dessen nur belastete Angehörige und Eltern finanziell zu entlasten sind. Lassen Sie mich dazu eines sagen. Selbsterbrachte Pflege ist belastend, das wird niemand in diesem Raum in Abrede stellen. Aber die Angehörigen haben die Wahl, das haben wir heute hier schon mehrfach gehört. Sie haben die Wahl, ob sie diese Pflege selber erbringen oder eine Einrichtung überlassen und stattdessen einen Kostenbeitrag leisten. Wir Menschen mit Behinderung, wir organisieren oftmals unsere Pflege und Assistenz selbst und stellen diese 7 Tage die Woche 24 Stunden am Tag sicher. Wir sind 365 Tage im Jahr permanent auf fremde Hilfe angewiesen, wie zum Beispiel für Duschen, Aufstehen, Essen und so weiter. Oftmals fremde und höchst unangenehme intime Hilfe. Und wir brauchen für jede Tätigkeit weitaus mehr Zeit als jeder nicht behinderte Mensch. Und dennoch gehen nicht wenige von uns arbeiten. Aber wir können zu keinem Zeitpunkt unsere Behinderung ablegen und stattdessen nur einen Kostenbeitrag zahlen. Und das 10 Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention. Und auch noch eines möchte ich dazu sagen. Der ganze Widerspruch wird besonders deutlich im Falle der Eltern volljähriger behinderter Kinder. Sie haben bereits heute die Möglichkeit, sich mit 34 Euro im Monat von allen Verpflichtungen und auch von der Pflege ihrer Kinder freizukaufen. Verstehen Sie mich nicht falsch, wir gönnen das den Eltern, weil auch wir sind Kinder genau dieser Eltern. Aber das Angehörigenentlastungsgesetz setzt hier definitiv falsche Prioritäten und darauf möchte ich hinweisen. Danke. Dankeschön, Herr Hieb. Herr Kollege Birkwald. Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Herrn Schäfer vom DGB. Herr Schäfer, der DGB will die Übergangsregelung des § 140 SGB 12 analog als Dauerlösung in einem neuen Absatz 8 im § 82 SGB 12 anfügen. Bei Leistungen des 3. und 4. Kapitels SGB 11 sollen so regelmäßig zu zahlende Leistungen im ersten Monat des Aufeinandertreffens der Leistungen nicht angerechnet werden. Bitte begründen Sie uns diesen Vorschlag und beschreiben Sie doch mal kurz die zu erwartenden Effekte. Danke. Herr Schäfer.
Ja, vielen Dank für die Frage. Das Problem ist insbesondere bei Personen, die aus dem Fürsorgebedarf ALG II beispielsweise in die Grundsicherung wechseln, wenn sie in die Rente gehen, weil die Grundsicherungsämter und die Sozial- und die Hartz-IV-Ämter zahlen die Leistungen immer zu Beginn des Monats aus. Die Rente erfolgt jedoch zur Auszahlungsende des Monats, wird aber auf den Lebensunterhalt angerechnet, sodass ich im Übergang, insbesondere dann, wenn meine Rente nahe an dem Existenzminimum ist, am Anfang des Monats einen sehr kleinen Betrag bekomme und erst Ende des Monats, in dem ich mit Rente gegangen bin, die volle Rente dann bekomme, muss aber im Monat vorher habe ich ja zu Beginn des Monats meinen Lebensunterhalt bekommen. Das heißt, ich muss de facto mit einem Existenzminimum die ersten zwei Kalendermonate überbrücken, was sehr schwierig ist. Die Betroffenen können dann leihweise sich sozusagen das als Vorschuss zahlen lassen und dann in zukünftigen Zahlungen abstottern, was aber bedeutet, dass sie sozusagen an ihrem eigenen Existenzminimum sozusagen einen Kredit aufnehmen in der Zukunft und damit auf absehbare Zeit nicht voll, aber doch geringfügig unterhalb des Existenzminimums sind. Da die Beträge relativ gering sind, um die es am Ende geht, würden wir es sehr begrüßen, wenn dieser Übergang im Sinne der Betroffenen geregelt werden würde, analog beispielsweise durch volle Ausschüttung und dann Verrechnung mit der Rentenversicherung oder eben an wahlweise eine Sonderzahlung. Dankeschön, und damit wechselt das Fragerecht zu Bündnis 90 Die Grünen. Frau Rüffer. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage richtet sich an Bettina Land von Eltern beraten Eltern von Kindern mit und ohne Behinderung. Wir hatten am Anfang das Thema schon mal angetriggert. Das Gesetz zielt ja darauf, sich als Gesellschaft solidarisch zu erklären mit Angehörigen von Menschen mit Behinderung. Und jetzt würde ich Sie gerne fragen, welche Erfahrungen machen Sie in der Beratung, die Sie tagtäglich anbieten, und vielleicht auch, kann man Bereiche identifizieren oder können Sie Bereiche identifizieren, die wahrscheinlich für die allermeisten Familien, für die allermeisten Eltern hochrelevant sind? Frau Land, bitte. Vielen Dank, Frau Rüffer, für Ihre Frage. Ich möchte zum einen an Herrn Keller anknüpfen, der vorhin ja schon gesagt hat, dass dieses Angehörigenentlastungsgesetz eben nicht die pflegenden Angehörigen entlastet. Und vor allem bei minderjährigen Kindern ist das häufig der Fall, dass die zu Hause versorgt werden. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es vielfältige Belastungen gibt und dass die natürlich individuell abgestuft sind, je nach Stärke oder Ausprägung der Pflegebedürftigkeit. Aber es ist eigentlich für die meisten Eltern eine hohe emotionale Belastung, ein hoher zeitlicher Aufwand, das hat Herr Hieb ja auch eben deutlich gemacht. Das ist für pflegende Angehörige natürlich genauso. Wenn Kinder angezogen, gepflegt, medizinisch versorgt werden müssen, gefüttert werden müssen, nachts umgelagert werden müssen, dann ist das ein sehr hoher zeitlicher Aufwand, der einer Erwerbstätigkeit, einer vollumfänglichen, oft im Wege steht. Das hat dann noch weitere Folgen natürlich, also eine hohe emotionale Belastung, eine hohe physische Belastung, also durch Heben und aber auch durch den Schlafmangel, den viele Eltern uns über Jahre hinweg bestätigen, also der in der Folge auch noch zu chronischen Erkrankungen der Eltern führen kann. Hinzu kommt dann eben der finanzielle Aspekt, dass wenn ich nicht vollumfänglich erwerbstätig sein kann, vor allem Familien, also Einelternfamilien, durchaus von Verarmung bedroht sind. Genau, und über allem schwebt die permanente Sorge, dass mein Kind nicht gesund ist und dass es möglicherweise sogar sterben könnte. Und das ist auch eine psychische Belastung, die nicht zu unterschätzen ist. Also das nur mal so als Bild. Dankeschön, Frau Land. Frau Rüffer. Ich glaube, ich bin wieder auf Sendung. Die zweite Frage geht auch an Sie, Frau Land, und zwar, welche Vorschläge würden Sie denn unterbreiten, um diese Situation zu verändern, um Familien zu entlasten, damit sie glücklich wie alle anderen Familien auch mit ihren Kindern leben können? Ja, das muss ja die Zielsetzung sein. Frau Land. Salopp gesagt, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ganz konkret, würden wir es begrüßen, wenn zum Beispiel die Anzahl der Kinderkrankentage erhöht werden könnte. Also bisher gibt es pro Elternteil 10 und bei Alleinerziehenden 20 Tage im Jahr. Wenn ein Kind viel im Krankenhaus ist oder sonst chronisch krank ist, dann reicht das häufig nicht. Und wichtig wäre in diesem Zusammenhang auch
einen Kündigungsschutz für die Eltern für die Dauer dieser Krankheitszeit. Ein weiterer Vorschlag ist, dass man den Elterngeldbezugszeitraum verlängert. Also bei einer Behinderung, diagnostizierten Behinderung, oder wird ja oft der Mutterschutz verlängert, nicht aber eben der Elterngeldbezug. Und das ist für uns ein Widerspruch, der irgendwie keinen Sinn macht. Das könnte man ja bedarfsabhängig regeln, aber das ist einer unserer Vorschläge. Und eins der großen Probleme, das Eltern uns zutragen, ist, dass sie meistens gar nicht wissen, woher sie Hilfe bekommen, welche Hilfen es gibt, auf was für Leistungen sie Anspruch haben. Und es wäre uns ein großes Anliegen, wenn zum Beispiel auch Krankenkassen dazu aufgefordert wären, zu den Ansprüchen auf Leistungen aufzuklären. Wir haben da sehr viel andere Erfahrungen gemacht. Und allgemein, das betrifft leider nicht die Bundesebene, aber trotzdem möchte ich das gerne sagen, ist es ganz wichtig, dass flächendeckend eine Schulanschlussbetreuung für Kinder mit Behinderung auch bis ins Jugendlichenalter sichergestellt werden muss. Es ist oft für Eltern nicht leistbar, ihre jugendlichen Kinder zu Hause zu betreuen, wenn die Schulzeit vorbei ist. Aber in vielen Ländern ist eine Hortbetreuung gar nicht geregelt, selbst in Förderzentren. Und das ist ein ganz großes Problem für Erwerbstätigkeit. Genau, und dann möchte ich noch was sagen. Es gibt für Eltern, die wirklich über Jahre hinweg ihre Kinder versorgen und pflegen, wenige Entlastungsmöglichkeiten, bei denen sie durchatmen können, weil ihre Kinder vielleicht nur bedingt reisefähig sind. Und es gibt zum Beispiel einen Ort in Hamburg, das ist eine Pflegeeinrichtung, das Kinder mit Mehrfachbehinderungen aufnimmt, wo die Eltern oder auch Großeltern, die ihre Enkel pflegen, Urlaub machen können. Die können bei ihren Angehörigen sein, müssen aber diese nicht versorgen, weil die dort 24 Stunden am Tag versorgt werden. Und das sind so Möglichkeiten, wo die mal eine Woche lang durchschlafen können, um die Pflege für die restliche Zeit gewährleisten zu können. Und solche Möglichkeiten braucht es mehr, ganz grundsätzlich. Dankeschön, Frau Land. Frau Rüffer. Bitte das Mikro aus, Frau Land. Ja. Sie können es gleich wieder anmachen, weil die Frage sich wieder an Sie richtet. Also wir machen auch die Erfahrung, also die Rückmeldung, die wir bekommen von betroffenen Eltern, aber auch sonst, also Menschen mit Behinderungen, die auf Leistungen angewiesen sind, dass es zum Ersten schwierig ist, einen Durchblick zu gewinnen, was eigentlich möglich ist, ja, was man theoretisch beantragen kann. Der zweite Punkt, der aber hochproblematisch ist, ich glaube, man kann das so definitiv formulieren, ist die Bewilligungspraxis der jeweiligen Behörden. Welche Erfahrungen machen Sie da? Und haben Sie vielleicht auch Ideen dazu, wie man dazu kommen kann, dass das nicht so lange dauert, dass Leute auf ihre Leistung dann auch Zugriff bekommen können? Dankeschön. Frau Land, bitte. Das ist ein weites Feld. Ich habe darauf leider keine eindeutige Antwort. Also wir arbeiten gerade daran, zum Beispiel hier in Berlin in verschiedenen Fachbeiräten, diese Prozesse zu vereinfachen. Wir haben dafür noch keine Lösung. Dafür ist die Landschaft der Träger oder der Leistungserbringer zu heterogen. Also ich kann Ihnen diese Frage leider nicht vereinfachend beantworten. Dankeschön. Wir hätten noch ein paar Sekunden, aber nicht viel, Frau Rüffer. Ja, dann mache ich ganz schnell. Genau. Würde ich gerne an Frau Bessenich vielleicht stellen, die Frage. Und zwar, wir alle sind uns, glaube ich, einig, dass wir die Entfristung der EUTBs absolut für notwendig halten. Aber Sie haben, glaube ich, noch mal eine kritische Anmerkung dazu zu machen, was insbesondere die Höhe angeht. Frau Bessenich. Geht schon. Ja. Ich habe ja gerechnet, dass man letztendlich diese große Summe von 65 Millionen Euro, wenn man das auf 800 Beratungsstellen umrechnet, dann sind das letztendlich nur 81.000 pro Beratungsstelle jährlich. Und das ist unzureichend. Und ursprünglich waren 104 Millionen in Aussicht gestellt. Und auch mindestens diese Förderung möchten wir auch hier vorschlagen. Okay, danke schön, Frau Bessenich. Und jetzt sind wir in der freien Runde. Der Herr Kollege Birkwald. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch hier geht meine Frage an Herrn Hieb. Herr Hieb,
Bei welchen Regelungen sehen Sie denn noch Handlungsbedarf, also insbesondere bei der Ausgestaltung des anspruchsberechtigten Personenkreises, beim Budget für Ausbildung und bei der Vorrangigkeit der Arbeitsassistenzleistungen vor anderen Förderungen und Leistungen? Herr Hieb, bitte. Ja, danke für Ihre Frage. Nun, Anspruch auf Budget für Ausbildung hat, wer eine anerkannte Berufsausbildung oder ein Angebot über einen Ausbildungsgang der Handwerksordnung vorliegen hat und zusätzlich Anspruch auf Werkstattleistungen besitzt. Und genau in dieser Voraussetzung der Notwendigkeit zusätzlicher Werkstattleistungen, da sehen wir ein Problem und eine, ich denke, nicht gewollte Einschränkung des Personenkreises. Das sehen wir im Grunde genommen sogar ähnlich wie Herr Oellers in seiner Bundestagsrede vom 27. September diesen Jahres. Ein Budget für Ausbildung sollte doch eigentlich eine Alternative für die Menschen sein, um die es hier geht. Das heißt, damit sie überhaupt erst gar keinen Anspruch auf Werkstattleistung benötigen, geschweige denn in Anspruch nehmen müssen. Und was das Budget für Arbeit angeht, da begrüßt man ganz klar die Stärkung der Arbeitsassistenzleistungen. Aber, und auch das wurde heute, glaube ich, schon erwähnt, ich glaube, Herr Weyer, Sie waren sogar, problematisch sehen wir die Begründung im Gesetzestext, die ja letztendlich sagt, dass die Mittel der Ausgleichsabgabe vorrangig für die Arbeitsassistenz einzusetzen sind, aber eben nur, solange sie auch tatsächlich vorhanden sind. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, sind die Mittel erschöpft, dann gibt es auch keinen Anspruch mehr. Wenn ich der 1001. bin, dann habe ich Pech gehabt. Ich meine, das kann ja eigentlich nicht im Sinne des Gesetzgebers sein. Und hier sehen wir ganz klar eine Klarstellung notwendig, dahingehend, dass eben Arbeitsassistenzleistungen bedarfsgerecht und natürlich auch garantiert geleistet werden. Dankeschön, Herr Hieb. Die Frau Kollegin Glöckner. Vielen Dank. Meine Frage geht an den VDK und es geht nochmal um die Erhöhung der Fördermittel auf 65 Millionen Euro für die unabhängige Teilhabeberatung. Wir wollen ja den Ausbau dynamisieren und denken Sie, dass der Ausbau der dynamischen Teilhabeberatung dadurch sichergestellt ist, die Dynamisierung sichergestellt ist? Und wenn nein, was glauben Sie, wie hoch diese Förderung sein sollte? Frau Dr. Verspol. Vielen Dank für die Frage. Wir haben sehr gute Erfahrungen selber gemacht mit den IOTBs und wir glauben, das Wichtigste ist jetzt gar nicht, dass die Mittel erhöht werden, sondern dass die Entfristung kommt, weil wir müssen erstmal professionelle Strukturen aufbauen. Ein Großteil der bewilligten Mittel wird nicht abgerufen, weil es einfach schwierig ist. Wir haben die gleichen Erfahrungen gemacht bei der unabhängigen Patientenberatung. Qualifiziertes Personal einzustellen mit einer befristeten Aussicht ist nicht so einfach. Das muss ausgebildet werden und wir glauben, dass wenn die Mittel vollständig abgerufen werden können, die 65 Millionen, müssen wir natürlich auch über eine Erhöhung nachdenken, damit wir mit dem Ausbau der IOTBs vorankommen. Was ganz wichtig wäre, hier eine Dynamisierung einzubauen, damit natürlich diese qualifizierten Kräfte, die da jetzt angestellt werden, auch Tarifsteigerungen erfahren können. Dankeschön, Herr Springer. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Keller vom Deutschen Landkreistag. Sie erwähnten ja vorhin, dass das Gesetz im Grunde denjenigen nicht helfen wird, die am stärksten belastet sind, nämlich die, die selber ambulant häuslich pflegen. Meine Frage an Sie wäre, lässt sich dieser Personenkreis näherungsweise quantifizieren und welchen Vorschlag hätten Sie, um mit der Situation umzugehen, diese Angehörigen zu entlasten? Herr Keller. Ja, eine Näherung an die Zahl dieser Personen können wir nicht leisten. Man kann versuchen, verschiedene Ansätze zu wählen. Wenn man sieht, wie gering beispielsweise die Hilfe zur Pflege ist im Verhältnis zu den ambulanten Leistungen, dann kann man sich, also zu den ambulanten Leistungen der Pflege, die es im Bereich der Pflege gibt, dann kann man sich dem vielleicht nähern. Unser Vorschlag wäre auch an der Stelle eben tatsächlich über die Pflegeversicherung zu gehen und da die Sätze so anzupassen, dass eben diese Menschen Entlastung erfahren, die eben tatsächlich die höchste Leistung bringen und die ist in Geld wahrscheinlich auch gar nicht leicht auszudrücken oder aufzuwiegen. Und eben genau darauf möchten wir aufmerksam machen, dass man an der Stelle unter Umständen mit dem Gesetz gut gemeint Nebenwirkungen erzeugt, die hinterher uns alle ganz bitter, uns bitter aufstoßen, wenn dann eben möglicherweise
sehr viele oder ein höherer Anteil von Menschen sich eben versucht, über stationäre Pflegeeinrichtungen zu helfen, wo wir ohnehin schon große Schwierigkeiten haben, den Bedarf zu decken. Dankeschön. Dann hat die Frau Kollegin Rüffer. Ja, sehr gerne, dass ich noch was fragen darf, aber ich wollte vorweg schon noch mal sagen, dass Herr Hieb natürlich einen Punkt gemacht hat, wenn er gesagt hat, die Leute, die am längsten und am schwersten sozusagen mit ihrem eigenen Leben zu tun haben, das sind behinderte Menschen selber, und deswegen, glaube ich, muss man diesen Punkt auch noch mal herausstellen. Aber ich bleibe heute mal hartnäckig bei der Frage der Entlastung von Familien mit minderjährigen behinderten Kindern. Und würde in dem Zusammenhang gerne vielleicht einfach mal, ich frage mal rein, die Lebenshilfe fragen, welche Vorstellungen haben Sie denn oder Vorschläge, wie man eben diese Familien möglichst gut unterstützen kann? Frau Welke. Geht schon? Okay, danke schön. Ja, vielen Dank für die Frage. Tatsächlich, glaube ich, ist das Spektrum vielfältig, wie man solche Familien entlasten kann. In Anbetracht dessen, was jetzt hier im Gesetz vorliegt, ist es natürlich eine Idee, dass man auch die Eltern von Kindern mit Behinderung von der Unterhaltsheranziehung gänzlich freistellt, so wie es auch ist, wenn die dann erwachsen werden. Das hatte ich ja eben schon kurz angesprochen, und ich finde, es ist eine Forderung, die kann man durchaus erheben. Ich möchte aber den zaghaften Kompromiss, der jetzt hier im Raum steht, um dieses Gesetz zu erringen, nicht mit so einer doch dann sehr umfangreichen Forderung belasten. Das ist so ein bisschen mein Problem gerade. Ich möchte sehr gerne, dass dieses Gesetz jetzt sehr zeitnah verabschiedet wird, finde aber, dass diese Idee ein zweiter Schritt sein sollte, der auf jeden Fall folgen kann. Und der dann aber konsequenterweise eben auch einhergeht mit der Forderung von Herrn Hieb, weil, das hatte ich eben schon versucht, aufzumachen, es eben dann dem doch sehr nahe kommt, dass eben die Leistungsberechtigten selbst nicht herangezogen werden zur Eingliederungshilfe, weil es ist eben fast das Gleiche, ob die Eltern nun für die Leistungen ihrer minderjährigen Kinder, die herangezogen werden, oder der Leistungsberechtigte, wenn er dann erwachsen ist, selbst. Insofern ist das eine verzahnte Forderung an der Stelle. Dankeschön, Frau Welke, und der Herr Beek. Herr Kollege Beek. Herzlichen Dank. Die Zeit ist ohnehin schon knapp, deswegen eine kurze Frage noch an Frau Bessenich. Den Blick würde ich gerne noch etwas erweitern. Wir haben zum 01.01.2020 die gravierenden Änderungen mit der gesamten Förderstruktur. Das ist vermutlich das letzte Gesetz, das wir in diesem Zusammenhang in diesem Jahr in Kraft bekommen, nach dem zweiten Reparaturgesetz. Was haben wir denn mit dem zweiten Reparaturgesetz und dem Angehörigenentlastungsgesetz noch nicht geregelt, was wir dringend regeln müssen? Frau Bessenich, es ist nicht Reparaturgesetz. Ja, wir werden wahrscheinlich noch einige Reparaturgesetze haben, weil das Bundesteilhabegesetz tatsächlich an vielen Stellen mehr Teilhabe verspricht, aber tatsächlich nicht einlöst. Das Beispiel habe ich ja mit dieser Regelbedarfsstufe 2 benannt. Das Problem ja ist zum Beispiel, dass bei den Leistungen, die heute in besonderen Wohnformen quasi abgegrenzt werden von Leistungen der Eingliederungshilfe, jetzt mit Umsatzsteuer belegt werden, was natürlich zu finanziellen Mehrbelastung für Personen, die in Einrichtungen heute leben, führt. Und das ist ja für die Personen selbst nicht verständlich. Das andere ist, dass wir haben bundesweit verschiedene Leistungsvereinbarungen, Landesrahmenverträge, sodass für die Menschen mit Behinderung sich die Lage wie so ein leistungsrechtliches Flickenteppich darstellt, sodass es davon letztendlich abhängt, in welchem Bundesland ich lebe, die Frage, welche Leistungen ich künftig bekomme. Deswegen fordern wir, dass man letztendlich ein unabhängiges Monitoringstelle bildet, die tatsächlich über 10 Jahre die Umsetzung dieses Gesetzes begleitet, weil das Gesetz will eigentlich Gutes, aber es verspricht etwas, was es jetzt zum 01.01. nicht einlösen kann. Und die Thematik ist zum Beispiel bei der Durchführung des Gesamtplan- und Teilhabeplanverfahrens, das soll schon seit 2 Jahren passieren, es passiert ja noch nicht, sodass individuelle Bedarfe gar nicht ermittelt und nicht festgestellt werden, sondern die Leistungen wie bis hier einfach fortgeführt werden. Wir haben umfangreiche Übergangsregelungen, wo man auch prüfen müsste, sind sie überhaupt rechtskonform. Aber auf jeden Fall brauchen wir tatsächlich die Prüfung, ob die Verbesserung bei Menschen ankommt, und auch im Gesamtplanverfahren, auch dass die Leistungserbringer mit einbezogen werden, wie das im Teilhabeplanverfahren. Also es gibt ja einige Punkte,
die noch zu erarbeiten sind und wirklich zu verfolgen sind. Und aus diesem Grunde werden wir wahrscheinlich noch viele Reparaturen haben. So, jetzt ist die Zeit abgelaufen. Wenn der Wilfried Oellers noch eine Frage hat, würde ich sie noch zulassen. Wenn nicht der Fall ist, dann... Ich mache es ganz kurz. Ich möchte nochmal den Themenbereich der anderen Leistungsanbieter ansprechen und zwar an die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege meine Frage richten. Es ist ja vorgesehen im Angehörigenentlastungsgesetz, die anderen Leistungsanbieter, also andere Personalschlüssel verwenden zu lassen, als es jetzt in den Werkstattverordnungen der Fall ist. Wie beurteilen Sie dies und sehen Sie das als richtigen Schritt an, die anderen Leistungsanbieter, sagen wir, auf dem Markt besser etablieren zu können? Okay, danke schön, Frau Scheidt. Ich versuche es kurz. Also wir begrüßen erstmal grundsätzlich diesen Schritt, dass für die anderen Leistungsanbieter hier eine Entlastung kommt, im Sinne, dass die Personalschlüssel angepasst werden können. Wir möchten aber darauf aufmerksam machen, dass der § 9 der Werkstättenverordnung bis dahingehend oft missverstanden wird, dass der hier normierte Personalschlüssel für alle Werkstätten verbindlich sei. Insofern ist zwar die Klarstellung für die anderen Leistungsanbieter richtig, aber wir schlagen vor, im Grunde genommen, dass für Menschen mit Behinderung, egal ob in der Werkstatt oder aber in den, bei den anderen Leistungsbietern, immer der individuelle Bedarf zugrunde gelegt werden soll, also eine Personenorientierung, so wie es das BTHG verspricht. Problematisch sehen wir noch die Einschränkung betriebliche Form, die in dem Gesetz steht, dass es nur für die betriebliche Form gelten soll. Wir denken, dass das kleine Wörtchen für die betriebliche Form gestrichen werden muss. Dankeschön, Frau Scheidt. Und damit sind wir am Ende unserer Anhörung zu einem sehr umfangreichen und auch sehr lernenden Gesetz und nicht einem Reparaturgesetz, wie es dargestellt wird, sondern das ist immer eine lernende Herangehensweise. Da bitte ich hier. Ich bedanke mich bei den Sachverständigen für die präzisen und für die tollen Antworten, aber gleichzeitig auch bei den Kolleginnen und Kollegen. Und das erklärt auch sozusagen auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, die da sind, welche Bedeutung dieses Gesetz auch mit hat für die Weiterentwicklung in unserem Sozialstaat. Herzlicher Dank und damit ist die Anhörung beendet.